Was? Das ging flott. Ja, da unten ist sehr gefährlich. Der Boss wäre übrigens ähnlich wie diese Viecher, die als Kollektiv waren. Bloß nochmal in böse. Na So. gut, dann versuch mal diesen Link. Ich versuche deinen Link. Oh Gott, der ist lang. In der Tat. Und er führt mich nirgendwo hin. Der führt dich nirgendwo hin. Eine weiße Seite sehe ich. Na, es hat sich kein Download gestartet. Nope. Okay, warte. Dann versuchen wir es mal anders. Dann versuch mal den Link. Ups. Das ist kein Link. Ich weiß. Warte mal. Warte, 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 warte mal. Der da vielleicht? Ah ja, Hm, der okay. funktioniert. Darfst du dir jetzt ein bisschen runterladen? Ja, dauert eine knappe Minute. Ja, ist es aber wert. Es ist ein extrem lustiges Spiel, aber eines muss man bedenken. Es ist nicht fertig. Das, was du jetzt gleich spielst, ist eine Alpha-Version Okay. des Spieles. Und die ist momentan auch nicht mehr verfügbar. Aber es wurde das grüne Licht vom Macher gegeben, dass man das trotzdem streamen und so weiter und so fort darf. Man soll das halt nur immer dazu sagen. Und deswegen tue ich das jetzt gerade. Also das Spiel ist unfertig und kommt sehr bald raus. Also Sommer 2019 ist angesagt, aber man merkt, man wird schon sehen an einigen Ecken und Enden, besonders was die Story angeht. Also Story existiert zum Beispiel auch gar nicht in dem Spiel. Außer für den Tutorial-Charakter. Den werden wir am besten auch spielen. Okay. Und ja, ansonsten extrem lustiges Spiel, ein sehr, sehr einzigartiges Konzept. Schöne Musik, finde ich auch, also generell das Sounddesign. Und ja, sobald der Download fertig ist, kannst du es ja dann mal starten. Das Spiel gibt es auch auf Deutsch, das heißt, wir müssen nicht mal simultan übersetzen, groß. Das ist gut. Und ja, dann würde ich dir auch empfehlen, dass du mit dem Tutorial-Charakter direkt anfängst. Ja, das lädt jetzt gerade noch die letzten Momente runter So. und dann so. Sekunde. Es entpackt. So, denk dran, auch wieder über Discord zu teilen, was du so siehst. Ah, Twitch hat auch Dicey Dungeons als Spiel gelistet, dass ich das da einstellen kann. Ihr habt das Windows-Geräusch gehört, es ist fertig. Sehr schön. So, Dicey Dungeons. Wo habe ich es jetzt hingepackt? Musst Da. du wissen. Dicey Dungeons Exe. Weil Echsen immer gut sind. Ja. Echsen finde ich auch super. Besonders, wenn man so ein Bierchen hat, einfach mal ein Bierchen Echsen. Ja, genau. Genau das meinte ich. Da, so, jetzt muss ich bloß das richtige Dings finden. Weil ich glaube, das hat er gerade nicht als als Capture, warum auch immer. So, ich probier's mal. Ah, da ist es. Das ist halt die Frage, ob ihr Bild habt. Weil bisher habt ihr, glaube ich, kein Bild. Weil ich's falsche hochgezogen habe.
Würdest du bitte dahin gehen, wo ich dir befehle, hinzugehen? Aha. Da ist es doch. Auf Bildschirmrand strecken. So. Chatbox und Streamlabs noch drüber. So, und dann teilst du mir am besten noch den Bildschirm. Ja. So, wer Bock hat, ihr wisst Bescheid, könnt immer noch spenden. Jetzt muss ich sagen, der Medi hostet nachher rein. dann muss ich da nochmal Bescheid geben. So, dir noch eine Übertragung geben, dass du das etwas direkter siehst als der Rest. Genau. Dass ich auch zeitnah reagieren kann. So, da sehen wir es doch. Fantastisch. Wir machen natürlich Le Deutsch. Boah, ist das laut. Kannst du es leiser machen? Option. Hier, Option. Escape. Ja, Gesamtlautstärke. Einfach mal runterziehen. Okay. So, Entschuldigung an alle, die. Die jetzt taub geworden sind. So. Der Krieger ist der Tutorial-Charakter, also würde ich dir empfehlen, ihn zuerst zu spielen. Der Roboter, der Erfinder, die Hexe und der Rufner. Die Hexe finde ich auch cool, aber gut. Dann Krieger. Mhm. Select. Krieger einmal eins. Ein einfaches Abenteuer, genau. Für einen einfachen Krieger. Standardregeln. So, das hier sind halt so Spezialregeln, die du machen kannst, wenn du möchtest. Okay. Kannst da draufklicken und dann siehst du, ja. Regeln, starte mit 2 verbesserten Kampfäxten. Alle gefundenen Ausrüstungen wurden verbessert. Anfang jeder Runde verflucht. Oh Gott. Ja, ich glaube, wir machen einfach mal Standard, komm. Ja, mach das mal. So. Willkommen bei einer weiteren Episode von Dicey Dungeons. Und hier ist eure heutige Gastgeberin, die wunderbare Fortuna. Ja. Hallo, willkommen zusammen. Ihr seid zu freundlich. Was für eine Freude, zurück in meinem geheimen Rätsel-Dungeon zu sein. Heißen wir unseren ersten Gast für heute willkommen. Den Krieger. Er wurde einfach in einen Würfel verwandelt. Frechheit. Ja. Wow, ich bin ein Würfel. Genau, mein Lieber. So läuft das hier. Sag mir, Krieger, welche innere Leere hat dich dazu getrieben, endlose Verbannungen durch meine Hand zu riskieren? Was? Teuerster, worum spielst du heute? Ach so, ich wollte eigentlich einen Jetski gewinnen. Und außerdem der stärkste Mann der Welt werden. Unglaublich. Nun, du weißt ja, das, was wir hier bei Dicey Dungeons sagen. Das Glück mag dir nicht hold sein, aber es ist zu spät, deine Meinung noch zu ändern. Danke. Du hast dem Publikum gefällt. Okay. So. Schwert. Verursacht Blockschaden. Du hast Schwert gefunden. Ja. Achso, drücke auf den Feind. Okay. Okay, ich habe Schwert gefunden. Wer braucht schon Artikel? Ah, ein neuer Spieler. Zeit, den alten Plasmablaster wieder hochzufahren. Zieh deinen Würfel in das Schwert, um es zu benutzen. Okay. Klasse, weil du eine 5 benutzt hast, hast du 5 Schaden gemacht. Jetzt er dran. Aha, okay. Hoppla, wenn das Ding 0 erreicht, hast du Probleme. Oh. Hab ich auch. Oh nein, du hast eine 1 gewürfelt. Das ist in Ordnung. Manchmal passiert das halt. Ah, ich darf erneut würfeln. 4. Achso. Versuch es nochmal. Achso, die wollen, dass ich eine 6 würfel. Alles geskriptet, wie ich sehe? Ja, natürlich. Ja. Zug beenden. Achso, ja, muss ich ja. Ja, ja, musst du immer machen. 11. Okay. Zack. Au. Da hat's uns, ja.
Das lädt deinen Limit Break auf. Okay, klicke auf Zorn, um ihn zu benutzen. Rawr. Oh, da können wir zweimal zuhauen. Genau. Okay, perfekt. Äpfel machen dich wieder gesund. Alles klar. Genau. Und dann auf die Kiste. Du hast Kampfaxt gefunden. Verursacht zweimal den gewürfelten Schaden, aber man kann maximal eine 4 reinlegen, okay? Genau. Aber immer schon mal besser. Also der Maximalschaden, den wir damit machen können, ist 8. Ja, das stimmt. Und sind nur 6. Aber jetzt haben wir leider eine 6. Ja. Aber wir können ja unsere Kampfwürfel benutzen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich nochmal würfeln will. Ich meine, was willst du sonst machen? Okay. Das ist die Sache, du kannst deine Waffen nur einmal pro Zug verwenden, außer es steht halt extra nochmal dabei, dass du es mehrmals pro Zug verwenden kannst. Ah, okay. Das heißt, die 6 hättest du in Schwert reingedrückt. Ah. So, oh. Einer deiner Würfel ist jetzt verbrannt. Kostet 2 HP, um ihn zu benutzen. Oh, jetzt hast du es etwas zu früh aktiviert, glaube ich. Naja gut, 6 Schaden kannst du noch reinhauen. Das geht doch. So, Gratulation, du bist auf Level 2. Du hältst einen Extra-Würfel. Ja, gib mir. Du hast Streichholz gefunden. Aha, verbrenne einen Würfel. Wiederverwendbar. Also Streichhölzer sind für gewöhnlich nicht wiederverwendbar. So, und was soll ich jetzt hier? Nix. Kannst noch nix, aber du findest halt ganz viel verschiedenen Kram auf deiner Reise. Anstoßen. Gewürfelte Zahl plus 1. Aha. Ja, dann da legst du einen Würfel rein, bekommst dann den Würfel plus 1 wieder zurück. Ah. Okay. Ah, der Hofner. Achso. Hallöchen, mein Freund. Ich habe tolle Neuigkeiten für dich. Deine Zeit ist um. Zeit zu sterben. Ja, ich kann mir keine schöneren Neuigkeiten kennen. Du so. Kannst dir oben angucken, was der so hat. Ja, warte mal. Wenn du oben auf den Pfeil drückst. Okay. Dann würde ich sagen, so. Kampfaxt mit der 4. Jo. Die 3 würde ich nochmal. Kannst du machen, ja. 1 würde ich erst recht nochmal. So, dann vielleicht mit. Soll ich verbrennen? Ich weiß nicht, dann der hat halt 3 Würfel insgesamt. Und um einen von denen zu verwenden, müsste er dann zünden. Ja. Also wie sie Schaden nehmen. Also das ist eigentlich ganz in Ordnung, ja. So, er hat sowieso nichts Gutes gewürfelt, aber halt Hauptsache zweimal ungerade. Ja. Das heißt, er muss den verbrannten Würfel nicht mal anpacken, der Sack. Ja, das Problem ist, dadurch, dass wir jetzt unsere Würfel eingefroren haben, sind die alle automatisch zu Einsen geworden. Aber eine 4 hast du ja trotzdem noch gewürfelt. Ja, eine 2, damit kann ich wieder einen von ihm verbrennen. Ja, und dann machst du nochmal. Ja, Kannst noch einen verbrennen, wenn du willst, oder du haust ihm nochmal 3. Ja, jetzt kannst du nicht mehr. Ja, jetzt hau ich ihm einfach nochmal drauf. Was hat er eigentlich? Achso, Schocks. Okay. Mhm. Schock macht eins deiner Equipment unbenutzbar, es sei denn, du legst einen Würfel drauf. Und er macht jetzt 3 unserer Equipments unbenutzbar, weil er einfach 3-mal gerade gewürfelt hat, der Sack. Oh, was ein Drecksack. Mhm. Okay, die Kampfaxt hätte ich schon ganz gerne. Okay, 5. Komm. Ja. Wir hauen jetzt einfach drauf. Ja, was Besseres hätte man jetzt nicht machen können. Zumindest macht er uns keinen Schaden. Oder jetzt macht er uns Schaden. Aber zum Glück hat er nur 2-mal gerade gewürfelt. Verbrennt 2 von unseren Würfeln. Okay, da können wir direkt schon mal hier reinhauen. Mhm. Ja. Ich glaube, wenn du die 4 einmal anstößt, hast du gewonnen. Ja, hast recht. Ja. Nanu, anscheinend war es doch noch nicht Zeit für dich zu sterben. Aber keine Sorge, früher oder später bist du auch noch dran. Du machst einem Mut, mein Freund. Du machst einem Mut. Aber keine Sorge, wir sterben nicht so schnell. Wir sind ja ein mutiger Würfel. Baby-Tintenfisch, Level 2, ja komm. Mit dir lege ich mich an, dich packe ich. Den kriegen wir doch nur noch wohl hin. So, direkt hier auf die Schnauze. Was kann der so? Kopfstoß und Tintenklecks.
Ja, stimmt. Ja, stimmt, hast recht. Brennen, das haut im Endeffekt mehr Schaden rein. Der hat nur zwei Würfel, also... Ja. Ja, der will jetzt gerade beide seiner Dinge verwenden. Okay, einen können wir nicht sehen, oder wie? Genau. Also der hat einen Wert. Wir wissen nicht, was der Wert ist. Der Wert ist mir egal. Gewonnen. Level up, Stufe 3. Bumerang. Oh. Also ja, machst du doppelten Schaden den Gegner, aber halt einmal den Schaden zu dir. Und da hast du... Ich nehme ja, das Stachelschild. Na gut. So, das ist muss halt leider ziemlich groß. Das ist die Sache. Weil manche sind halt zwei Slots groß und manche ist nur ein Slot groß. Ich nehme es statt dem Schwert. Okay. So, und mal gucken, was hier drin ist. Nochmal anstoßen. Nochmal anstoßen. Ja, haben wir schon eins. Schnupfi, och, wie niedlich. Was kann der so? Der kann bestimmt vergiften. Oh, der kann eine ganze Menge. Er kann Hatschi. Oh Gott. Ich sollte der vielleicht... Der hat einen Würfel, kann sie komplett in Einser verwandeln. Kannst du auch noch so eine 3 oder eine 4 würfeln. Oh Gott, was soll das denn? Dreimal eine 1. Obwohl, ich hätte vielleicht noch einen verbrennen sollen. Ja, seinen einzigen halt. Ach, der brennt doch eh schon. Ach so, ja. Ja, jetzt kriegt er halt 3 Einser und 4 Schaden. Und nochmal 2. Aber ich hatte ja mein Schild. Ja, das geht ja. Ich glaube, ich mache mir gleich wieder Schild. Eins. Ja. So, dann würfeln wir nochmal. 5? 5 ist nicht gut. Nee, 5 ist nicht gut. 2. Obwohl, das ist gerade, das könnte ich dann ja gerade hierfür verwenden. Ja. Dann stoße ich den da nochmal an. Ja, stimmt. Also ich hätte vielleicht nochmal neu gewürfelt, vielleicht hättest du eine 3 oder sowas gekriegt. Ja. Verliest ja nichts. Ja, aber ja, wenn ich eine 6 gekriegt hätte. Das stimmt, ja, dann hätten wir ein Problem gehabt, ja. Würfelt ja eine 6, das gibt's doch nicht. Ja. Das wird jetzt wehtun. Ja, mein Schild hat mich zum Glück ganz gut beschützt. Ah. Ich glaube, jetzt kannst du ihn killen, ja. Das war's. Zack, zack. Der arme Igel, Gesundheit. Ja, der arme Igel, der kann mich mal. So, ich gehe jetzt als erstes hier hin und heile uns. So, hier ist ein Laden. Genau. Oh, Klaue oder Heilkristall? So, Gift funktioniert etwas nicht so, wie man sich das vorstellen würde. Okay. Also, du kannst halt verschiedene Stacks Gift dem Gegner zufügen. Mhm. Für jeden Stack Gift, den er am Anfang seines Zuges hat, kriegt er so viel Schaden und ein Stack wird ihm dafür dann abgezogen. Ah, ja, das kenne ich von Slay the Spire. Genau, also je mehr Gift er auf sich hat, desto mehr Schaden nimmt er, aber es nimmt halt mit jeder Runde ab. Das heißt, wenn er ihm irgendwie dann, also ich habe einmal einen Run gehabt, da habe ich einem Gegner irgendwie 15 Gift in einem Zug drauf kloppen können und dann kriegt er halt 15 Schaden. Und soll dann ich die Klaue nehmen? 14 Schaden. Ich weiß nicht, maximal 3 ist halt nicht so gut. Das ist das, wo ich gerade. Und Heilkristall ist aber auch nicht sonderlich das Beste. Ich meine, du musst dir nichts kaufen. Ja, ich glaube, es ist auch. Ist auch nicht so sonderlich das Beste, was der im Laden hat. Gehen wir einfach weiter, gucken mal. Jo, was ich glaube, momentan brauchen wir halt eher Würfel, Dinger, mit denen wir auch mal was mit Sechsern anfangen können. Weil momentan sind Sechser ziemlich nutzlos für uns. Ja. Da ist schon wieder. Ja, genau. Die müssen wir halt einfach im Grunde neu würfeln oder wir benutzen sie für. Ja. Ja, komm, er hat 3 Würfel, einen davon zünde ich an. Und dann kannst du dem Vierer reinkloppen und gucken, dass du doch so würfelst. Ja, komm. 3, 1. Ach, du machst nur noch 2 Schaden drauf. Oder willst du noch einen verbrennen? Der hat nur 3 Würfel. Ja, komm, verbrennen wir noch einen. Ja, ich meine, 2 Schaden machst du so oder so. Ja. Oh Gott. Au. So, was wurde geschockt?
Okay, das ist nicht so schlimm. Da machen wir direkt das. Das würfeln wir mal neu. Würfeln wir nochmal neu. Passt doch. Zack. Kann ich noch einen verbrennen? Ja. Sehr gut. Glück war auf unserer Seite. Oh, der hat schon wieder. Der kann schon wieder eine 6 kombinieren. Ja. Eine 6 und eine 4. Ja. So, das wird jetzt wie sie wehtun. Na gut, einmal hat es wehgetan. Das Schild rettet uns hier wirklich den Hintern. Ja, gutes Ding, dieses Stachelschild. Kann ich so, ihn anstoßen? Wenn du anstoßen einmal... Ja, kannst du. Wenn du anstoßen einmal, genau, dann stößt du das an, dann macht es ihm 4 Schaden und dann rennst du einen Würfel von ihm. Ja. Oder? Nee, ich mach einfach... Macht er, ja, stimmt. Ich hau ihm einfach direkt drauf. Ja. Und weg mit dem. So, jetzt kannst du die Äpfelchen holen. Aber ansonsten musst du, glaube ich, an der... Was ist das? Dryade kommen? Baumnymphe. Baumnymphe ist stark gegen Gift. Gut, ja, verwenden wir zum Glück eh nicht. Ja. Gucken wir mal. Sie hat 4 Würfel. Oh Gott. Oh, ihr fügt 4 Gift hinzu, das wird wehtun. Und beim anderen heilt sie sich. Die hat halt 4 Würfel, ne? Das heißt, die wird diese 12 Punkte schneller kriegen, als uns lieb ist, habe ich das Gefühl. Ja. Schild bringt übrigens nichts. Das geht einfach durch. Also Gift geht durch Schilder durch. Okay, dann hau ich einfach drauf. Naja, die müssen wir so schnell wie möglich tot kriegen. Da führt nichts dran vorbei. Alles klar. Das gibt 4 Gift. Ja. Oh nee, zum Glück hat sie entschieden, dass 6 Schaden jetzt besser sind als Gift. Aber ich glaube, wir kriegen sie tot. Kann das sein? Beim Limit Break kriegen wir sie tot. Ja. Puh. Gut, dass wir da jetzt kein Gift geschluckt haben. Ja, ein extra Würfel. Yes. So, wir sind auch wieder full life, weil wir Level Up hatten. Gerade verursacht. Das jeden... ist so ein gutes Ding für ein Giftbild. Aber wir haben halt noch kein Gift, ne? Ja. So, unten der Amboss, da kannst du dein Equipment verbessern. Ah, okay. Im Stachelschild kannst du dann auch 6 Schaden machen, dann das nimmt es maximal 5 weg. Okay, Kampfaxt. Kampfaxt macht es kleiner, dann kannst du, hast du Platz für ein zusätzliches. Der hier nimmt auch die Restriction raus. Und anstoßen darfst du, glaube ich, 2-mal benutzen dann pro Zug. Ich glaube, ich mache das Stachelschild besser. Sicher? Entweder das oder die Kampfaxt. Na, mit der Kampfaxt, ich würde eher sagen, die Kampfaxt, weil dann kannst du halt noch ein zusätzliches Equipment-Piece dazu nehmen. Okay. Zum Beispiel noch ein Anstoßen. Dann hast du jetzt zum Beispiel, das wäre so, als ob du sowohl, als ob du Anstoßen verbessert hast. Ja. Nur kannst du das dann halt austauschen für etwas, was besser ist. Aber jetzt habe ich 2 Sechsen. Geil. Ja, würde ich sagen, direkt erstmal mit der Kampfaxt drauf. Wie viel Würfel? Sie hat 2 Würfel. Dann zünde ich erstmal beide Würfel an. Und mach uns ein Schild. Ja. Guter Zug, guter Zug. Ja, so, jetzt werden wir 2 Einsen würfeln. Fünf, machen wir uns direkt wieder ein Schild, würde ich sagen. Mhm. 4 hauen wir direkt wieder drauf. Dann zünden wir es an und dann würde ich sagen, können wir gleich nochmal anzünden. Ja. Tja, durch unser Schild ist er gerade so durchgekommen. Ja. Aber uns interessiert es gerade so nicht die Bohne. Nicht wirklich, ne. Und tschüss, Zauberin. Einfach weggehauen. So gehört sich das. Hier, der Würfelkönig. So, gib mir was Gutes. Würfel 2 Einser, das finde ich schon mal nicht gut. Ja, deswegen kenne ich, wenn du es verbesserst, dann kannst du das mit 3 schon triggern anstatt mit 6, aber ich finde es trotzdem nicht so gut. Ja. Erste-Hilfe-Kasten oder Knüppel? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie beides nicht so super.
Dann warten wir erstmal. Heilen wir uns und gehen in die nächste Ebene. So. Oh, hier wird's dunkel. Machen wir mal einen Feuermann fertig. Ja, der ist ja noch Level 3, der sollte eigentlich noch machbar sein. Feuermann ist schwach gegen Eis, wer hätte das gedacht? Für den Feuerwehrmann, Feuerwehrmann. So. Macht ihm brennen was? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, probieren wir mal. Ja. So, 2 will ich nicht. 4 ist gut, dann stoßen wir die einmal an und machen uns mal ein Schild. Und dann kannst du die noch anwürfeln und die noch einmal verbrennen. Ja. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. So, vielleicht wie viel Schaden? Wie viel? Oh doch, tatsächlich. Genauso viel wie sonst. Aber er wird einen der Würfel nicht anpacken. Ja, leider. Zwei unserer Würfel brennen jetzt auch, sind beide 6er. Ich mache uns wieder ein Schild. Ja. Hau mit der Axt drauf. Jetzt ist die Frage, sollte ich die Würfel anpacken oder eher nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Lass es mal. Ja, lass es mal. Wir brauchen die nicht so wirklich. So, der hat schon wieder zweimal gerade gewürfelt. Nee, dreimal gerade sogar. Ja. Und halt wieder eine 6 dabei. Also das ist fast ein Würfelglück hat. So, hast du einen Limit Break? Ja. Kannst du eine 4 rausholen und den doppelt reinkloppen? Ja, leider hast du den zu früh benutzt. Weil jetzt hast du einen Würfel zweimal angeschossen. Ah, verdammt, ja. Ja. Aber eine 3 ist ungerade, verdammt. Mhm. Ja, du kannst da halt noch zweimal neu würfeln und hoffen, dass du da eine gerade holst. Eine 6, ja. Einmal brennen. Ja, das war doof von mir. Der hat eh nur einmal gerade gewürfelt. So, das war's jetzt. Ja, komm, einmal der Kampfaxt drauf. Doch. So, was haben wir hier drin? Peitsche. Verursacht so und so viel Schaden, Verbrennung bei 6. Im Grunde das Ding, was der gerade gegen uns benutzt hat, nur in groß. Was meinst du, soll ich es benutzen? Das ist im Grunde nichts anderes als das Schwert. Okay. Nur, dass du mit einer 6 Verbrennen kriegst. Achso, okay, ja, dann eher nicht. Nö. Nee. Okay, Schreckenswolf. Wolf gegen Schreckenswolf. Wer ist besser? Stark gegen Gift, stark haben wir eh nicht. Gift. 2 Sechsen. Erstmal schön Starre-Kilt. Wir brauchen irgendwas, was Sechsen nicht nutzlos macht für uns. Ja, die Peitsche halt, ne? Ja. Und da kannst du genauso gut das Schwert nehmen. Ist das gerade wirklich noch ein 6 gewürfelt? Ja. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, aber das Schwert verbrennt ja nicht. Oh, jetzt kriegen wir Gift. Ja. Schon mal eine 4 gewürfelt, das ist gut. Schild kriegen wir auch noch, aber das bringt uns halt leider nicht so viel gegen Gift. Ja, leider. Aber wir können wieder zweimal anstoßen. Mhm. Ach, dass nämlich auch immer die nutzlosen Würfel verbrannt werden. Ja, aber immerhin kriegen wir nur das Gift. Den Rest an Schaden kriegen wir zum Glück nicht ab. Mhm. Komm. Was würfeln wir so viele Sechsen? Das gibt's doch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ah, guck mal, diesmal sind all dem seine nützlichen Würfel nur zerstört worden. Aber das Gift, das setzt uns zu. So, jetzt. Das tut es in der Tat, ja. Wir haben langsam nicht mehr so viel Leben. Ich brauch nicht mal den Limit Break dafür. Ja. Ich hoffe, der rückt ordentlich Erfahrungspunkte raus. 4 Stück, das reicht noch nicht. Ja, yes. Brauchen noch 4 Stück, aber einen Apfel können wir mitnehmen und da ist noch ein Shop. Mal gucken, vielleicht hat der jetzt endlich was Gutes. Oh, der will mit uns halt. Oh, der will uns noch eine Kampfaxt für unser Streichholz geben. Ah, ich weiß nicht. Ah, die Kampfaxt ist halt gut, ne? Ja. Besonders, weil wir halt zweimal anstoßen haben. Da können wir ziemlich. Ja, komm, Deal. Okay, jetzt müssen wir nur schauen, wie man das am besten so umjustiert da, ne? Hä, wir haben doch noch ein Streichholz. Ja, wir zwei davon? Ich glaube, wir hatten 2. Ah, okay. Ganz rechts ist die. So, wenn wir die Kampfaxt noch irgendwie verbessern könnten.
dass wir das zweite auch anstoßen. Noch braucht. Ja. Aber ich glaube, das ist auch schon gut so. Guck mal, eine haben wir schon. Wir können ja auch noch dreimal neu würfeln. Ja. So, zack. Eine 1, eine 6, eine 2. Ja, gut. Dann kann sie halt nochmal 4 Schaden und dann nochmal, ja, insgesamt 6 draufhauen. Ja, ich überleg gerade. Schild? Ich weiß nicht, ist deine Entscheidung. Ja, komm, ein Schild. Na gut, wir haben 12 Schaden in einer Runde gemacht, das ist in Ordnung. Und die hat nicht so gut gewürfelt jetzt. Ja. 2 Schaden plus einen Schock, das ist verkraftbar, glaube ich. 4 ist gut. Unser Stachelschild wurde geschockt. Ja, ist glaube ich nicht ganz so schlimm. Und noch eine 4. Willst du dein Limit? Genau. So, das waren jetzt 24 Schaden. Nicht schlecht. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch was. 4 stoßen wir und an. Und damit kriegst du 5 Schild, ja. Sehr schön. So. Die wird uns auf jeden Fall zum nächsten Level bringen. Oh, ja. jetzt setzt Bresche. Verflucht Feind. Oh je. Jetzt hat es eine 50%ige Chance, dass deine Items einfach nicht funktionieren. Okay. Immer wenn du ein Item benutzt, hat es eine 50%ige Chance, dass es einfach nicht funktioniert. Hast gerade echt Glück gehabt. Ja. 4x50% und kein einziges Mal hat es gebissen. Oh. Schildschlag, doppelten Schlag mit dem Schild oder... Oh, das ist aber auch, also Schild, oh, eigentlich beides, weil ja. sowohl möchten wir gerne die Axt kleiner machen, als auch den Schildschlag. Ich glaube, wir machen hier Verbesserungen. Ja, der Schildschlag ist echt gut, weil... Oder ja, nee. Gut, ich vertraue dir. Ja, okay. Ach, guck mal, da können wir auch verbessern. Ja, dann müssen wir bloß an dem Plärrvogel vorbei. Der ist Level 4, der ist machbar. So, jetzt hast du den Schildschlag halt nicht. Ja, gut. Ja, gut. Ist egal. Egal, an dem müssen wir vorbeikommen. 2, 1, 5. Ja, immerhin ein Schild. Ja, immerhin ein Schild. Zack. Und noch 6 Schaden hinterher. Und jetzt wieder 14 Schaden in einem Zug. Was hat der so? Oh Gott. Wir sind silenced, das heißt? Ja, das heißt, wir können unsere Fähigkeiten nicht benutzen. Ja, geil. Und er hat auch unsere Ausrüstung verschlechtert. Ach so, verdammt. Und wir haben 9 Schild. Immerhin. So, der war davon schon wieder silenzen und plus 2 Schwäche, das heißt 2 unserer Ausrüstungsgegenstände sind schon wieder gekippt. Diesmal haben wenigstens eine funktionierende Kampfaxt. Aber unser Stachelschild ist ein bisschen zerstört worden. Aber wir sammeln uns gerade ordentlich Schild an. Also das ist gut. 11 Schild haben wir schon. Ja. So, der darf schon wieder seinen gesamten... Oh nee, diesmal werden wir nicht geschwächt. Sehr gut. Aber er hat Ausweichen. Ja, das heißt, der nächste Angriff, den wir ziehen, der ist wirkungslos. Na, ich habe gehofft, zumindest der zweite Schlag würde. Nee. Problem ist, ich kann jetzt nicht mehr machen, ich kann jetzt hier Stille beenden. Oh, der würfelt aber auch immer doppelt. Ja, tut er. Und jetzt darf er sogar sein gesamtes Arsenal einwerfen. Ach, Linsensuppe. Du spielst jetzt gerade Mario Maker, sehr schön. Ja, hallo Linsensuppe, schön, dass du da bist. Ich bin auch da, gut, dass du auch da bist. Der macht halt auch immer unseren Scheiß schwächer, Drecksack. Ja. Okay. Ja. Immerhin, wir müssen Schaden machen, so gut es geht. Der hat schon... Wieso wirft der eigentlich... Der wirft immer doppelt, gerade und ungerade. Das ist immer. Ja. Immer. Gott. Gut, aber beide unsere Kampfäxte sind noch einsatzbereit. Warum hast du das jetzt getan? Er weicht einer Kampfaxt sowieso Ach aus. Ach so, okay, ja. Das hätte ich dann lieber beim Stachelschild oder so eingesetzt. Also einmal angestoßen zum Beispiel und dann eine 2 draus gemacht. Und ja, stimmt schon. Wäre klüger gewesen, egal.
Ja, zwei Schaden brauchen wir noch. Ich würde ihn jetzt wirklich gerne anzünden. Guck mal, doppelt, gerade, ungerade. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Vor allen Dingen, er hatte ja theoretisch sogar dreifach. Tasch, ich muss für Stimmung sorgen. Warum muss ich denn für Stimmung sorgen? Stimmung! Stimmung! So. So, jetzt können wir hier unseren Scheiß verbessern. Mal gucken, was es hier zu kaufen gibt. Ausrüstungsverbesserung. Jetzt können wir sogar zwei Dinge verbessern. Ja, komm, das finde ich super. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Kampfaxt an. Ja. Verbessern. Ganz links. So. Gehen wir gleich mal in unseren... Warte, du hast das nicht richtig gemacht, glaube ich. So, jetzt da drauf und jetzt verbessern. Ah, okay. So. Und hier fehlt jetzt halt was. Also wir müssen noch eins... Soll ich erst noch rausgehen? Ja. Also durch einen Rucksack. Kann ich auch nochmal was kaufen? Kannst du, ja. Kannst das Kreischen kaufen. Braucht eine 2, verflucht den Feind. Ich finde, das, glaub, bringt eigentlich nicht so viel uns jetzt. Aber ja, egal. Gut, Schildschlag. Doppel. Genau. Mal gucken, was das so bringt. Schildschlag. Wir brauchen nur gerade dafür. Also das ist schon ziemlich gut. Okay, dann machen wir das. Das ist schon ziemlich gut. Okay, so, dann gehen wir mal zum Papierkrieger. Jetzt mit dem Schildschlag sollte das doch möglich sein. Denke ich auch, weil jetzt bringt uns jede 5 bringt uns quasi hier, da, siehst du? Genau. Ja. 5 Schild, einmal einen Würfel anstoßen, den 1er. Ja. Und dann mit dem Schildschlag nochmal 5 oben drauf. Zack. Soll ich nochmal 6 machen, oder? Mach Würfel mal neu. Ich glaube, das können wir hier machen. 2, 1. Und jetzt? 6. 6. Das ist halt wirklich runtergezählt. Ich hätte 3 nehmen. 3, 2, 1, 6, 5. Hättest du, ja, aber das ist halt so, ne? Sperrt einen Würfel. Oh, jetzt hat er 2 unserer Würfel gesperrt. Frechheit. Egal, wir können nochmal 8 Schaden reinkloppen. Sieben Schaden, ne? Ja. Und direkt wieder 2 von unseren Würfeln gesperrt. Beide 6er, das ist nicht so schlimm. Vier, naja, nochmal mit der Kampfaxt oder willst du lieber aufs Schild spielen? Ich hätte lieber ein Schild. Ah ja, okay, perfekt. Ja, der macht viel Schaden. Das ist... Ja. Das ist, was die Gegner für ein Würfelglück haben gerade. Ja, die würfeln aber auch immer passend. Echt, echt unverschämt. Aber sind wir besser? Sind wir besser? Ich meine, wir schieben halt unsere Würfel auch immer an. Ja, das stimmt. So, diesmal hat er nur einen Würfel gesperrt, immerhin. Ja. Das heißt, ja. Eine 4. Sagen wir mal, neu würfeln auf eine 5. Warte mal, das macht doch... Ah ja, stimmt. Stimmt. Wir bringen ihn einfach um. Das ist eine bessere Idee. So, was ist in der Kiste drin? Gegenzauber. Ja, super. Finde ich jetzt nicht so toll. Ist nicht so. Finde ich auch nicht. Aber wir haben hier einen guten Ausrüst. Willst du dich einen Apfel nehmen? Nee, den nehmen wir danach, weil der halt, glaube ich, 10. Okay. Ich nehme an, das ist schwach gegen Feuer. Setzen wir nicht ein, aber gut zu hätten. So, erstmal 16 Schaden. Dann nochmal ein paar Mal neue würfeln. Die 1. Genau. Eine 6, leider zu viel. Eine 6, leider zu viel. Eine 1. Toll. Gut, dann machst du wenigstens einen Schaden noch obendrauf. Was ist das eigentlich? Das ist Dicey Dungeons, ein Roguelike-Spiel mit diesem schönen kleinen Würfel. Jo, ist gemacht von Terry Cavanagh, der hat auch wie entwickelt. Und Super Hexagon. Und ja, das ist ein Spiel, das ist momentan in der Alpha. Da habe ich Zugriff auf die Version, die habe ich dem Wolf jetzt hier für den Stream zur Verfügung gestellt. Und es ist ein ganz lustiges Spielchen. Ja, es macht sehr viel Spaß. Ja, also momentan kann man nicht viel, kann man das nicht spielen. Also momentan kann man es nicht erwerben, aber es soll sehr bald rauskommen. Also Sommer 2019 ist angesagt. Und wir haben ja schon Sommer 2019. So. Ja, dann müsste das ja eigentlich bald kommen. Jo. Und dann könnt ihr ja auch mal entscheiden, ob ihr das vielleicht sogar auf YouTube sehen wollt.
Also ich wäre bei einem etwaigen Projekt auf jeden Fall dabei. Das ist schon mal gut zu wissen. So, Skelett. Fängt schon mal gut an. Ja, fängt da super an. Wir müssen nochmal neu würfeln, gucken, ob wir da auch noch eine 4 rauskriegen. Eine 2, eine 6, eine 5. Toll. Gut, dann halt nicht. Oh Gott. Oh. Wir brauchen ein Schild. Ach, wir brauchen mal ganz dringend Schild. Wir brauchen sehr dringend Schild. Der wird uns ziemlich wehtun. Okay. Willst du das nicht anstoßen und lieber uns ein Schild dafür nehmen? Ja, jetzt habe ich schon Zorn aktiviert. Ja, okay. Und gleich nochmal einmal neu würfeln. Wir brauchen ein Schild, weil wenn der irgendwas gut würfelt... Ja. Wir hauen den jetzt einfach nächste Runde weg. Boah, guck mal, das macht auch schon wieder 11 Schaden. Ja. Au. Gut, aber jetzt ist er tot. Jetzt ist er hin. Wir kriegen, glaube ich, ein Level ab, ne? Ich hoffe. Ja. Ja. Max Level, yay. Und noch ein extra Würfel. Super. Wir sind schon auf dem Maximal. Jo. Und hier ist der Boss. Oh, Turnlehrerin. Ja. Verstehe ich, wir hatten auch so einen Sportlehrer. Ich erinnere mich mit Schrecken. Das ist aber ein richtig, das ist ja richtig gut, was wir gewürfelt haben. Ja, das ist das Beste, was wir hätten kriegen können. So, ein Würfel zu viel? Ja. Das gibt ein Erdbeben. Au. Und 3 unserer Ausrüstung ist geschwächt. Was ja mit... Och, genau, der Sack. Wir haben 2 Sechser. 2 Sechser. Wir können uns leider nicht das notwendige Schild geben, weil unser Stachelschild auch geschwächt ist. Kannst höchstens schauen, dass... Ja, genau. Gibt's uns 3 Schild und dann machen wir 3 Schaden für 2 Sechser. Das ist aber ein bisschen steil. Ja. Der kommt. Ja. Ja. Wir nehmen, was wir kriegen können. Ach, das ist... Also mit dem Neuwürfeln, das ist irgendwie so... Ja, fühle ich mich ein bisschen verarscht teilweise. So, noch ein Erdbeben. Autsch. Was wird uns diesmal geschwächt? Oh, ach, beide Äxte. Unsere Kampfäxte. Und das Anstoßen auch. Auf maximal 3. Unsere 4 auf 5 kriegen. Oh. Ja, du kannst die 1 in eine 2 verwandeln, um die andere Kampfaxt nochmal wenigstens zu verwenden. Ja. Und dann hoffen, dass wir eine 5 rerollen. Okay. Machen wir. Ja. Ich krieg aber auch in jedem Zug ein Erdbeben. Ja. Aua. Wenn einmal eine Kampfaxt, nicht. Okay, da. Jetzt kannst du die 3 anstoßen, in eine 4 verwandeln und nein, du hast den Zorn zu früh benutzt. Wir haben noch eine 4. Wir haben eine 4, hast recht. So, sind wir ja schon fast durch. So, jetzt geben wir uns Schild. Warte, du kannst die 1 in, machst nochmal 4 Schaden drauf. Und jetzt nochmal neu würfeln. Und wenn wir, ja, jetzt haben wir gewonnen. Sehr schön, Turnlehrerin einfach umgenietet. Ja. Das beweist es mal wieder. Sport ist Mord. Richtig. You win. Hier sieht man, dass es so ein bisschen eine Alpha-Version ist, weil es gibt kein Ende, sondern du kriegst einfach ein Bildschirm, wo drin steht, you win und das war's. Das wird sich in der Vollversion ändern, also keine Sorge. Das ist ja jetzt gut. Nicht so. Das war schon mal ganz cool. Ich werde wahrscheinlich das Ganze in Angezockt nochmal umschneiden. Also Gruß an die Leute auf YouTube. Ja. Sagt mal, ob ihr dann ein Let's Play davon sehen wollt, wenn es denn raus ist, weil mir gefällt's. Ja, mir auf jeden Fall auch. Deswegen war ich ja so, so erpicht darauf, das mal zu teilen mit der Welt. Ja. Sehr schönes Spiel. Die Charaktere haben alle sehr, sehr einzigartige Spielmechaniken tatsächlich. Also okay. Der Krieger ist so wirklich das Langweiligste, was man kriegen kann hier. Die Hexe, also es gibt einen, das verwandelt das Ganze so ein bisschen in ein Kartenspiel. Das ist nämlich der Dorfnarr. Da, anstatt, dass du da halt... Equipment-Items sammelst du Karten und die sind dann in einem Deck und dann ziehst du halt in jeder Runde eine neue Hand und das ist dann dein Equipment.
Dann gibt es noch den Computer, der Roboter, und da musst du quasi, anstatt dass du eine festgelegte Zahl an Würfeln hast, hast du so eine Leiste, eine Energieleiste, und dieser kannst du Energie hinzufügen, indem du würfelst. Wenn du eine 5 würfelst, 5 Energie. Wenn du eine 2 würfelst, 2 Energie. Aber die hat halt auch ein Limit. Und wenn du über das Limit hinausgehst, ist deine gesamte Ausrüstung für diesen Zug unbenutzbar. Oh. Wenn du das Limit aber genau erreichst, dann hast du den Jackpot, und da gibt es dann einige Möglichkeiten, die quasi festgelegt sind, die du benutzen kannst. Du kannst zwischen 3 Spezialfähigkeiten wählen. Eine heilt dich, die andere macht nochmal extra Schaden, und noch eine andere gibt noch einen extra Würfel. Klingt sehr interessant. Ja. Und die Magierin hat ein Zauberbuch. Wenn du dort ein Equipment-Item findest, dann anstatt dass du das in deinem Inventar einfach benutzen kannst, kannst du es zu deinem Zauberbuch hinzufügen. Und das Zauberbuch hat 6 Slots, und jede entspricht einer Augenzahl auf dem Würfel. Und im Kampf, wenn du dann eine Augenzahl würfelst, kannst du die auf das Zauberbuch ziehen und kriegst dann dafür eine Kopie dieser Ausrüstung. Das heißt, wenn du 2 Einsen würfelst, kannst du dir quasi 2 Kopien der Ausrüstung, die du in deinem Zauberbuch auf der 1 hast, verwendbar machen, sozusagen. Mhm. Und das ist auch höchst interessant. Also es gibt so viel Abwechslung, was auch die Charaktere angeht. Finde ich sehr, sehr super. Ja, das finde ich cool. Also für mich werde ich es dann auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt. Ihr entscheidet, ob es auf YouTube kommt. Genau. So, wollen wir dann mal zu Dings übergehen? Können wir machen, ja. So, wir sind leider nur zu zweit, das ist ein bisschen schade. Zu mehreren wäre es etwas leichter, aber wir sind doch seetauglich, oder? Wir sind super seetauglich. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, ich habe es noch nie gespielt und ich werde sehr viel Hilfe brauchen von dir, aber wir sind unglaublich seetauglich. Ja, ja, wir beide sind einfach ein paar, wie soll ich das schön umschreiben? Ein paar Idioten in einem U-Boot. Klingt gut. Also mehr kann ich, anders kann ich das nicht sagen. Was ist das denn für eine komische Auflösung? 1920 mal 1440? Das ist eine sehr interessante Auflösung. Na, egal. So, ich muss es mir aber auch gerade mal... Spielt. Bei mir ist tatsächlich Ton aus. Ich muss es jetzt aber kurz mal in Fenstermodus hauen. Keine Ahnung, warum es das nicht ist. Beim letzten Mal hatte ich es im Fenstermodus. So. Dann mische ich euch das gerade mal ab und mache vor allen Dingen wieder Ton an. Aber Moment, woher... Hallo? Okay, das Spiel will bei mir einfach keinen Ton generieren. Doch, jetzt. Ah, es ist einfach nur sehr leise. Okay, Moment, ich mache euch das ein bisschen lauter. Sag mal was. Hallo, 1, 2, 3. Ja, das passt. Okay. So, wir gehen gleich mal auf Play, weil das Spiel ist auch noch nicht raus. Mhm. So, wir gehen mal in Customization. Als erstes mal, wie wir aussehen. Also wir sind natürlich männlich. Warum habe ich jetzt so eine komische Frisur? Frauen sehen genauso hässlich aus wie Männer, darf ich sagen. Also wir sind ganz hellhäutig, weil ich bin ziemlich hellhäutig. Hut... Soll die Raupe mit Partyhut auch auf dem Bild drauf sein? Ach so, Moment. Bin ich mir nicht sicher, ob das... Wollt ihr das Wampeln mit im Bild? Das Partywampel? Soll das Partywampel mit oder soll es nicht mit? Ich weiß nicht, wenn es nichts versperrt, was irgendwie wichtig ist, dann kann es ja ruhig bleiben. Ja komm, zur Feier des Tages gibt's heute mal ein Partywampel, aber dann mache ich es ein Stück kleiner. So, muss ich kurz gucken, welche dieser Kästen das Partywampel ist. So, dann ist hier unten jetzt das Partywampel. Sehr schön. So, wir brauchen natürlich andere Haare. So, wenn du dir dann dein Gedöns machst, bin ich mir kurz was zu trinken holen. Okay. Ich finde die Haare alle kacke.
Leute, sagt mal, was für Haare gefallen euch denn? Also ganz ehrlich, ich tendiere ja zu denen hier. Komm, so im Braun. Ich habe zwar keine Locken, aber ich habe immerhin lange braune Haare. Was für eine Nase wollen wir? Ach Gott. Man kann diesen Charakter hier anders gestalten, aber nicht schöner. Save Changes. Wir sehen jetzt so aus. Also, wir sind hässlich wie die Nacht. Hier gibt es noch einen Katalog, da kann man sich dann Sachen kaufen. Das erkläre ich dann für Pasch auch gleich nochmal. Ich besitze, glaube ich, sogar was. Ja, da fehlt was. Relics, das sind Sachen, die man gefunden hat, glaube ich. Hier, Flaschenpost, habe ich auch noch keine gefunden. Und es gibt eine ganze Menge Kram, den ich aber alles nicht gefunden habe. So, dann würde ich sagen, host ich einfach mal. Ups, nein. Das war falsch. So, es ist die Frage, hoste ich LAN oder nicht? Pasch, host ich LAN oder host ich nicht LAN? So, da bin ich wieder. Mit frischem Getränk. Hast du deinen Charakter schon erstellt? Ja. Hoste ich LAN oder hoste ich online? Online, oder? Ja, online. Okay, dann machen wir online. Dann kann ich über Hamachi machen, weil ich habe irgendwie keinen Bock auf Hamachi. Moment, bin ich jetzt bei Beitreten auf online gegangen oder bin ich jetzt. Habe ich jetzt komplett ein bisschen. Ja. Host online, name your lobby. Wolf. Passwort protected, ja. Wer von euch beitreten will, der darf das. Sage ich jetzt einfach mal. Weil ihr seht das Passwort eh. Das Passwort ist Standardpasswort Cola. Jetzt habe ich nicht auf Groß- und Kleinschreibung geachtet. So, ich sehe dein Ding gar nicht. Ich kann dich einfach inviten. Oh Gott, jetzt seht ihr alle meine Leute. Ich habe dich einfach mal invited. Hast du was gekriegt? Nö. Hab ich auf falsche Person gedrückt? Ach da, ich seh's. Jetzt habe ich was gekriegt. Aber ich bin drin. Ich sehe dich noch nicht. Ah, waiting for incoming player. Stuart Standard, du hast dir keinen Namen gegeben. Ah doch, Pasch. So, wir können uns ein Schiff aussuchen. Mhm. Das Problem ist, wir sind nur zu zweit, deswegen würde für uns nur entweder die Perle oder die Trivette gehen. Die Requin, die ist zu groß für uns. Vielleicht erstmal die Perle, das ist das, ja, kleinste, die Perle. Das ist das kleinste Schiff. Startet mit einem Shield-Upgrade und einer EMP. Und ja, machen wir einfach. Ja, genau das bist du. So, wir starten jetzt einfach mal und begeben uns in die Tiefen des Meeres. Da wir nur zu zweit sind, muss ich dir diese Frage jetzt einfach direkt stellen. Möchtest du fahren oder möchtest du schießen? So, wir dürfen ein Item aussuchen. Ich kann keins von beidem, aber ich würde mal sagen, ich... Doch, Item aussuchen kannst du, da musst du die Wrench nehmen. Da musst du aufs Fragezeichen drücken. Ja, ich hab schon gemacht. So. Ich glaube, ich nehme die Pistole, die habe ich mir nämlich schon freigespielt. Okay. Damit kann ich nicht reparieren, aber ich kann, wenn hier Viecher reinkommen... Ich kann hier ja gar nicht durch, ist ja abgesperrt. Du musst E drücken, um es aufzumachen. Ach so. So, was möchtest du? Möchtest du schießen? Möchtest du fahren? Was ist dir lieber? Ich weiß es nicht. Was ist dir lieber? Also ich kann keins von beidem. Also ich auch nicht. Okay. Ich will schlafen. So. So, ich muss hier erstmal Strom reinmachen. Also okay, ich klemme fest. Geil, ich klemme fest. Oh Gott, wie fährt man denn hier? Pasch, ich klemme fest. Das ist schlecht. Oh Gott, ich bin überfordert.
Wie fährt man dieses Ding überhaupt? Ich weiß nicht. Das Problem ist halt wirklich, ich hänge fest. Ich bugge. Das Spiel ist nämlich noch eine Alpha und hat ein paar Fehler. Ah! Und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier rauskomme. Also, ich pack dir mal alles auf Schilde, weil mehr kann ich gerade nicht machen. Ja, schön. Zum Glück hat das Spiel keine... Ich versuche das gerade zu fahren, aber ich krieg halt... Ich komme keinen Zentimeter vom Fleck. Kannst du vielleicht mal kurz runterkommen und mich irgendwie mit der Ranch schauen oder so? Ich versuch's. Okay. Hier. Wie ist das passiert? Ich bin hier einfach nur runtergekommen. Wie geht dieses Spiel? Ich verstehe es nicht. Warte mal, wir gehen nochmal kurz raus. Wir müssen das nochmal machen. Ja. Also das bringt so nichts. Ich hoste nochmal. Ja, tu das. Best World Protected. Also, das Fahren ist ein bisschen kompliziert, das gebe ich zu. Du musst halt wie bei einem U-Boot mit Geschwindigkeitsklassen arbeiten. Das heißt, du hast nicht einfach ein Gaspedal, sondern ist halt eigen. Sehr eigen. Das ist schön, aber ich habe ja alle Tasten rumprobiert, die irgendwie mir angezeigt wurden, aber keine von denen hat funktioniert. Warte mal, ich guck gleich selber mal. Ich gehe dann gleich mal auf Fahrerposition. Ach so, stimmt, natürlich konnte es nicht funktionieren. Ich habe ja festgehangen, ich konnte dem Antrieb keinen Strom geben. Ach so, okay, das ergibt Sinn. Okay, start a voyage. Ach so, nee, Moment, wir haben das falsche Schiff. Schiff. Ja, jetzt müssen wir mit dem Schiff fahren. Ja gut, aber ich meine, man kann ja auch 2 bis 3, stand ja da. Und vielleicht ist das ja nicht so verbuggt. So. Yay, wir haben einen neuen Tiefenrekord. Gut, dann erstmal jetzt Power. Mhm. Ich gebe erstmal Strom auf Antrieb, würde ich sagen. Ah, jetzt geht's voran. Ein Strom auf Geschoss und 2 auf Schild. Okay. So, einen Torpedo kann ich schon mal laden, für den Fall, dass wir einen brauchen. Soll ich dann einfach gerade das Schießen übernehmen? Muss ich ja. Naja, mach sie. Also ich fahr jetzt. Das ist so, Torpedo. Was ist denn hier unser Ziel? Also am ehesten nach unten fahren, ne? Ja. Du erinnerst dich an den Titel des Spiels. Ja, yeah, we need to go deeper. Na dann. Gehen wir mal tiefer. Oh, wir brauchen mehr Sprit, sehe ich gerade. Wie, wir brauchen mehr Sprit? Achso, du hast alles verballert. Ja. Also, ja. Noch nicht alles. Also halber Sprit noch im Tank. Dann oh, da ist ein Viech. Schieß. Oh, die Kanone ist echt nicht leicht. Wenn du dich drehst, dreht sich dummerweise auch meine Kanone. Ich sehe ihn leider nicht und wir haben niemanden, der gerade hier vor uns überprüft. Da ist er. Oh Gott. Hilfe. Gott, das ist auch... Warte, ich gehe jetzt einfach tiefer. We need to go deeper. So. Richtig. Ich baller einfach mal nach oben. Oh, da ist noch irgendwie. Oh, ich sehe es. Der haut vor uns ab. Der hat Angst vor uns. Ja, zu Recht. Wir haben ja auch ein Torpedo. Oh, da kommt er. Ei, da ist er zersprungen in seine Einzelteile. Jetzt gibt's echt Fischbrötchen. Tut mir so leid, total toller Fisch. Ja, hier bist du das total toller Fisch. Oh, fuck. Oh Gott. Au. Zum Glück haben wir Schilde. Das Schiff hat, glaube ich, keinen Kratzer abgekriegt. Das ist gut. Boah, was hält der denn auch aus? Oh Gott, halt dich bloß von dem fern. Ja, ich brauche ewig lang, um die Waffe zu drehen. Wir haben keinen Sprit mehr. Okay. Also gleich hängen wir fest. Gleich hängen wir fest. Nein, du kannst auch noch irgendwie anders fahren, ohne den Sprit zu verbrauchen. Okay, den einen habe ich. Nee, keine Chance. Da ist eine große Blase. Was bringt die? Nicht reinfahren. Nicht reinfahren? Okay. Ich glaube, wir sollten hier nichts rein... Au. Ah, ein Hammerfisch! Wir brauchen Sprit! Unbedingt! Ja, du kannst jetzt halt kein Gas mehr geben, ne? Du kannst jetzt nur normal fahren. Das hättest du vorher vielleicht machen sollen. Oh Gott. Problem ist, du bist der Einzige... So, jetzt reicht's. Boom! So, jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen Zeit. Ja, das Schiff ist aber dadurch, dass ich so viel auf...
auf Dings gelegt habe. Oh, oder ich höre was. Ach, wir bewegen uns irgendwie langsam. Ich kann gerade nicht langsamer werden. Ja, oh Gott. Verschwinde, Fisch. Ja, Mist, ich habe ja überhaupt kein Torpedo geladen. Also für einen Moment, oh Gott, da ist noch so ein Viech. Ja, sieh raus. Die Fische wollen uns an den Kragen. Aber sie kommen nicht durch unser Schild durch irgendwie. Das ist ja gut. Also das Schiff nimmt keinen Schaden bisher, glaube ich. Ja, warte, dann fahre ich einfach mal weiter. Ja, oben links ist doch der Schaden. Oben rechts ist das Schild. Wir haben ja nicht mal Schildschaden gekriegt. Nee, oben rechts ist das vom Boot das Leben und das andere ist dein Leben. Ach so. So, müssen wir mal Sprit nachfüllen? Wir haben gerade keinen mehr. Ach so, wie kriegt man denn Sprit? Den müssen wir finden in Höhlen. Ach so, okay. Oh Gott, ich wollte gerade aufs Radar gucken. Verschwinde, Fisch! Alles gut. Ich meine, die Fische die können uns doch eh nichts. Ja, die scheinen uns auch nicht wirklich weh zu tun. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder. Ist bei dir auch gerade alles ein bisschen dunkler geworden? Ja, ich glaube, das ist die Wirkung von dem Fisch. Ach so. Ich glaube, der tut uns nicht weh, der macht irgendwas anderes mit uns. Oder wir saufen gerade, aber da müssten wir eine Meldung kriegen. Also wir kriegen gerade, wir sind gerade ziemlich lahmarschig geworden durch diese Lianen-Dinger. Ja. Oh, die Kanone dreht sich aber auch ein bisschen fußkrank. Oh, wie viele gibt's denn hier von diesen komischen Karpfen? Ja, irgendwie nicht. Also es gibt genug von denen, aber die machen uns doch nichts. Ja. Oh, was ist das denn? Da ist irgendwas, was blinkt, leuchtet. Ja, da würde ich nicht hingehen. Das ist böse. Das ist böse? Okay. Das ist sehr böse. Wenn wir dagegen knallen, dann kriegen wir da richtig Ärger mit. Ja, noch ein Viech, das uns auch wieder nichts tut. Doch, der hat versucht uns zu beißen. Da sind wir gerade so weggekommen. Okay. Aber von denen gab es doch an der Oberfläche schon so ein paar. Und die haben uns auch nichts getan. Boah, da ist er wieder. Ja, ich glaube, der kommt tatsächlich nicht drauf, weil ich zu viel auf Schild geballert habe. Ich habe ja richtig auf Schild geboostet. Getting your feet wet Errungenschaft. Ich guck mal, ist unser Schiff unter Wasser? Nee, ich glaube, das heißt... Oh Gott. Oh Gott, da muss ich jetzt... Oh nein. Umdrehen. Wenn wir angegriffen werden, musst du es sagen. Ja, sage ich. Aber noch passiert nichts. Okay. Nee, ich glaube, getting your feet wet ist einfach so ein Achievement dafür, dass wir eine bestimmte Tiefe erreicht haben zum ersten Mal. Kann sein. Kommt wieder so ein Karpfen. Oh, da ist eine Strömung. Ja, da kannst du den Weg nehmen. Da müsste auch eine Unterwasserhöhle sein. Ich weiß aber... Warte mal, bevor du da rein... Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh. Nimm die Strömung. Nimm die Strömung. Ich bin auf dem Weg. Oh Gott, das Ding nimmt auch die Strömung. Das ist schlecht. Da ist eine Höhle. Da können wir rein. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Dann gehen wir mal rein. Okay, Unterseehöhle. Komm mal mit. Ich kann nicht mehr fahren. Warum nicht? Weil wir in der Höhle sind. Ach so. Kommen Sie mit, Offizier. Captain Wolf. Oh Gott, ist es hier dunkel. Warte, ich bin noch der Captain. Ich fahr das Ding noch. Ah, hier kann man hoch. Egal. Okay, was ist das? Ein Licht. Ein Schild. Glaube ich. Oh. Ich hab gar keine Waffe. Du solltest eigentlich deine Ranch haben. Kannst du vielleicht jetzt Waffe wechseln? Also du hast das Ding jetzt wieder abgelegt. Wo hast du die Pistole her? Die habe ich mir freigespielt. Ach so. Aber die kann man hier auch finden. Peng, aber ohne die Ranch, wenn wir halt niemanden mit einer Ranch haben, können wir unser Schiff nicht reparieren, wenn es Schaden nimmt. Das ist schlecht. Okay. So, da können wir runterklettern. Ja, mal gucken, ich bleib mal hier oben. Aua, das Ding tut aber weh. Ah, das ist eine Muschel. Hier unten gibt's Muscheln. Ich krieg Schaden. Das Vieh ist in mir. Das Vieh ist in dir. Das ist bestimmt nicht angenehm. Nee. Oh, da sind noch mehr. Ja, komm zurück. Lass lieber Muscheln fletschen.
Peng, peng, peng. Oh, jetzt habe ich rausgetappt. Oh Gott, sind das viele. Ja. Guck mal, hier ist eine Muschel. Da ist Perle drin. Die können wir fletschen. Vorsicht, die greift an. Die tut auch ein bisschen weh. So, siehst du? Guck mal, wie viel Geld die uns bringt. Ich habe nur noch 1 HP. Das ist schlecht, oder? Ja, komm zurück zum Schiff. Okay. Da kann ich schlafen, oder? Ja. Genau, dann werde ich das mal tun. Vorsicht, das eine Skelett ist hinter dir her. Ich bin schon wieder im Schiff. Okay. So, einfach mal ein bisschen schlafen. Oh, wie viele von den Viechern gibt's hier denn? Da da da. Da 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 da. La la la. Hol dich aus. Ha 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 ha. La 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 la. So, ich hab geschlafen. Jetzt wieder. Hier läuft wieder alles. So, die Überreste werden jetzt auch zerschossen. So. So, ich komme. Hier sind noch Muscheln. Wenn du sowas wie eine Schrotflinte oder eine Maschinenpistole... Ach, das ist der Geist einer Muschel gewesen. Interessant, das kannte ich auch noch nicht. Also wenn du so einen Atombombe oder sowas findest für mich, wäre ganz nett. Was ist dieses Ding? Das fällt immer wieder ab. Ich weiß es nicht. Bei mir. Oh. Ein Sarkophag. Oh, richtig Zaster. Oh. Kohle. Und hier oben auch nochmal. Noch mehr Kohle. Was macht man eigentlich mit Kohle? Dafür können wir uns Sachen kaufen. Ich nehme das Ding einfach jetzt auch mal mit. Okay, und wo können wir uns Sachen kaufen? Wenn wir einen Laden finden. Achso. Ein Laden? Ja. Unter Wasser? Es gibt auch Unterseezivilisationen. Oh, hier ist ein Viecher. Ducken, wenn du da rein willst. Ja. Ich schieß aus der Entfernung. Autsch. Mann, machen die einen Schaden, ey. Ja, jetzt sind sie harmlos. So. So, mehr gibt's hier, glaube ich, nicht, ne? Nö. Ich nehme das Ding mal wieder mit. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich nehme es mal mit. War eine kleine Cave, aber... Dafür eine sehr dunkle. Nicht alle sind so dunkel. Oh, echt? Okay. Ich habe keine Ahnung, was... Lass mich einen Moment schlafen. Okay, ich kann ja schon mal die Engines powern. Ah! Was? Das Ding konnte ich einsetzen. Wo? In unser Stromteil. Oh, haben wir jetzt mehr Strom? Ja, wir haben jetzt standardmäßig ein Strom auf Waffen, immer. Cool. Ohne was zu verbrauchen. Ah, das ist ja cool. Das heißt, das eine Strom kann ich jetzt zum Beispiel noch auf deinen Antrieb legen. Jetzt bist du ein bisschen schneller. Sehr cool. Ja, das hat sich gelohnt. Moment, ich lade mal den Torpedo für den Notfall nach. Ach so, Torpedo. Ja, cool. Sehr schön. Moment, bevor du losfährst, gehe ich auch noch mal kurz ins Bett. Jo. Lad mich wieder voll. Da fällt mir ein, ich muss auf Twitch noch angeben, dass wir jetzt We Need To Go Deeper spielen. So. Ich finde, das sieht extrem gruselig aus, wenn du so kniest. Ja, das sieht etwas seltsam aus in der Tat. So, okay. So, sehr schön. Das Viech ist jetzt auch weg. Was uns gerade so böse verfolgt hat. Dafür sind da jetzt noch weitere Viecher. Aber es sind halt die Standardviecher. Ja, die tun uns bisher nichts. Also wir sind recht stabil unterwegs. Oh, ein Unterseegeschiff. Okay. Da kann man doch bestimmt auch rein. Bestimmt. Ja. Ja. Eine Unterseezivilisation. Oh, vielleicht kann man sich hier ja was kaufen. Ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht die falsche Taste drücken. Ach so, kann man die auch angreifen oder was? Ja. Und ich glaube, E war es tatsächlich nicht. Also hier steht einer mit einem Schwert, aber der tut mir nichts. Ja, hier oben sind Sachen, aber die kosten zu viel, bis auf so eine komische Flasche und okay, einen Rucksack könnte man theoretisch nehmen. Wo sind Sachen? Oben. Ach so. Problem ist, ich weiß halt nicht, mit welcher Taste man das nimmt. Also da ganz rechts ist eine geile Waffe. Ja, aber die können wir uns nicht leisten. Was ist das in der Mitte? Vielleicht
ihm hier einfach reden. Das sieht aus nach einem Molotow-Cocktail in der Mitte, aber das können wir uns leisten. Ja. Problem ist, wenn wir falsche Taste drücken, müssen wir ganz schnell weg. Ja, ich glaube, die können uns ziemlich zerfletschen, ne? Ja. Ich weiß halt nicht, ich würde gern was kaufen, zum Beispiel den Rucksack, aber ich weiß halt nicht, mit welcher Taste. E? Ich glaube, E hatte ich schon mal gemacht und E war nicht gut. Warte mal, ich gebe... Ich hab gerade E gedrückt, weil ich mit einem reden wollte, aber das hat nichts gemacht. Doch, mit E kannst du reden, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie man sich hier was kauft. Ach so. Ah, da kannst du Geld auswählen. Ah, du musst bezahlen, gedrückt halten. Man muss gedrückt halten, ja. Ist es denn eh? Ja, ist es. Okay. Ja, dann kauf dir das Ding. Okay. Gib das Geld aus. So, jetzt haben wir es. Gib mir das. Sehr schön. Okay, dann kaufe ich mir von meinem Geld einen Rucksack. Oh, ich habe einfach mehr Damage gekriegt. Das ist das. Ah. Das ist das. Das ist ein Damage-Trank. Sehr schön. So wie es aussieht. Na gut. Und der Rucksack, was bringt der? Dass ich noch einen zweiten Gegenstand tragen kann. Ach so. Okay, danke, Wunderbar. Freundliche Piraten. Tschüss. Ja, war nett von euch. Wir sind dann weg. Tschüssi. Gut, ich power so. Mal dann die Engines wieder. Ach so, die sind schon. Moment. Wo sehe ich denn hier eine Karte? Gibt's hier irgendwo eine Map? Eine Karte? Nee. Schade. Okay. Nee, gibt's nicht. Okay. Oh, werden wir gerade angegriffen? Was? Nee, wir... Weil irgendwie wackelt. Ach, ich hab so, den Antrieb ach, angemacht ja. Und keiner ist am Steuer. Und wir sind einfach okay. Straight nach rechts gefahren. Okay, gut. Moment, ich guck mal aufs Radar. So, ihr seht jetzt, wir bewegen uns. Ich höre, von oben rechts kommt ein Fisch. Und da ist ein Fisch, der mir irgendwie nicht auf dem Radar angezeigt wird. Sehr schön. Ich knall euch ab, ihr Mistfische. Nix gegen dich, total toller Fisch. Ich meine, die wollen doch nichts von uns. Oh, Boss. Oh, oh. Leviathan? Dich habe ich heute schon einmal getötet. Fahr uns bloß vor dem Vieh weg. Ja, ich versuch's. Boah, jetzt wäre es echt schön, wenn wir so, weißt du, so schönen Sprit hätten. Aber leider haben wir nichts davon. Oh Gott, da ist noch so ein Vieh in der Wand drin. Oh Gott, wir haben Schäden genommen. Haben wir in der Tat. Und du bist der Einzige, der reparieren kann. Dreck, aber ich bin der Fahrer. Das ist das Problem. Du hast gerade das Vieh geaggroht. Ja. Moment, ich muss kurz mal Torpedo laden. Du musst mir mal ein bisschen. Du musst mir mehr Power in den Antrieb stecken. Problem ist, wir brauchen die Schilde gerade. Oh mein Gott, das ist schlecht. 28 haben wir noch. Aber ich kann mich gerade irgendwie so ein bisschen von ihm fernhalten, zum Glück. Hau immer feste drauf mit dem Torpedo, bitte. Okay, dann muss ich weiter in Torpedos nachladen. Unser Schiff saugt sich... sind überall noch diese Viecher. Oh, Schreck. Oh, wir saufen gleich ab. Unser Schiff saugt sich halt gerade auch schon voll Wasser, ne? Ja, wir sind gestrandet. Also ich komme hier nicht mehr vom Fleck. Wir... Ich repariere das Schiff irgendwie, falls es geht. Ich versuch's. Autsch. Gut. Das lief nicht so. Nee, tat's wirklich nicht. Aber Level up. Vielleicht sollte nicht derjenige, der die Ranch hat, fahren. Ja, wäre vielleicht eine Idee. Kurz weg und ihr seid tot. Ja, was gehst du auch weg? Das ist doch hier die Hauptfrage. Was healed? Ja. 17 bei dir?
War ein bisschen gut, was. Gut, fangen wir nochmal von vorne an. Nehmen wir auch ein kleineres Schiff diesmal. Ja. Und du nimmst die Ranch mit, bitte. Okay, wird gemacht. Oder du fährst einfach. Ja, machen wir so, du fährst. Ich fahr... du hast eine Pistole. Die Pistole ist gut. Du fährst einfach jetzt. Ich fahr einfach. Okay, dann fahr ich jetzt. Ja. Ei. So. Und nimm die Perle. Ich invite dich erstmal. Okay. Perle. Ja, meine Perle. So. Ich hab angenommen, bei. Aber nichts ist passiert. Soll ich dich nochmal inviten? Nee, ich gehe einfach über den Serverbrowser wieder rein. Okay. Ja, das Spiel buggt halt ein bisschen. Es ist halt wirklich noch eine Alpha. Oder eine Beta. Es ist auf jeden Fall noch 0 Punkt. Also es ist noch nicht mal... noch keine fertige Version. Na gut, dann klopp mal rein. Aber ich find's eigentlich ganz lustig. Und wenn du ein paar Leute mehr in der Crew hast, wird's lustiger. Glaube ich auch. Close call. So, dann schnapp ich mir mal wieder meine Pistole. Jo. Also wer Bock hat, das Spiel gibt's auf Steam, ist derzeit noch reduziert. So, powerst du die Engines oder soll ich machen? Ich mach. So. Ja, dann geh aber auch an Steuer. Ja, ich wollte aber erstmal warten, bevor wir losfahren, bis du auch bereit bist. Ich bin soweit. So, alles klar. Engines sind gepowert. Okay. Und Waffensysteme ebenfalls. So, wo kann ich hier schießen? Leertaste. Aber schon im zweiten Stockwerk. Ach da, okay. So, dann lade ich schon mal ein Torpedo. Und ja, für den Notfall. Schießstation. Ich versuche auch unseren Treibstoff nicht zu verbrauchen. Gut so. Den hebe ich uns auf für Notsituationen. Wie zum Beispiel Bosskämpfe. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin kein guter Steuermann. Ich war auch kein guter. Ich habe den ganzen Treibstoff in 5 Minuten zerballert. Ist auch nicht unbedingt viel besser. Du hast uns aber gegen den Leviathan recht gut geschützt, muss ich sagen. Naja, wir sind abgesoffen, also es. Das finde ich aber gut, weil als ich das letzte Mal in dieses Spiel reingeguckt habe, hatte die erste Ebene nur einen Boss und das war nicht der Leviathan. Das bedeutet, sie haben mehr Bosse integriert inzwischen. Sehr gut. Ah, eine Höhle. Ah ja, da gehen wir gleich hin. Dreh mal um, bitte. Ja, genau. Bleib so. Gott, wie schlecht in dem Ding. So. Hä? Ich hab ein Torpedo geschossen. Wie hab ich das denn gemacht? Du hast nach links oder rechts gedrückt. Ach so, okay. Ja, jetzt habe ich leider ein Torpedo verballert, leider. Keine Sorge, ich glaube, die Viecher können uns nichts, dafür ist unser Schild zu stark. Ja. Aber wieder zwei Energie reingeballert. So, halt mal bitte gerade das Schiff. Ich werde jetzt einfach in die Höhle. Ja, okay, ist gut. So, dann muss ich wieder ein Torpedo nachladen. Ach, das kann ich gerade nicht, okay. Weil die Waffensysteme nicht gepowert sind. Dann mach ich das gerade. Ja, kann nee. Nicht powern. Komm erstmal raus und. Ja, ja. Vorsicht. Ist gut. Wo kann man denn hier raus? Ach, die Luke. Ah, da ist die Luke. Okay. So, was gibt's denn hier so? Ist ja schon wieder so eine dunkle Höhle. Knochenfisch. Ja. Dicke Krabbe. Austern wieder. Mit Austerngeister. Der macht mir. Oh Gott. Was? Viel Schaden macht die Viecher. Ja, wenn nicht, geh nochmal kurz zurück. So, mir teleportieren die Viecher sich auch gerade irgendwie. Oh, ist das denn ein dicker Brumm? Ja, wenn nicht, hostest du gleich mal. Okay, es explodiert anscheinend. Ja, ich schieße ja aus der Entfernung. Gott, sind hier viele Viecher. Ich muss halt immer mal zwischenzeitlich nachladen. So, das Ding ist ja jetzt harmlos. Was haben wir hier? Nix. Nix.
Oh, noch ein Krabbi. Krabbi, Krabbi. Au! Sorry, oh, Mr. Krabs. Wie viel Leben hast du noch? 3. Ja, willst du vielleicht doch erst nochmal zurück ins Schiff? Nee. Ach, guck mal, hier, Sarkophag. Okay, ja, hier drüben ist eine Kiste. Ich mach den jetzt auf. Ach so. Hui, das ist aber ganz schön, das ist aber richtig. Ah, eine Mumie! Ah! Geh hinter mich! Oh, sie ist hier runtergefallen. Alles gut? Ich weiß. Ah, ich hab sie! Ah, sehr schön. Your mother. Ja, ich mach die amerikanische Methode. Ja, einfach so lange draufballern, bis die Mumie verschwindet. Ist ja auch eine recht effektive Methode. So, das ist. Was passiert nicht, wenn ich sterbe? Bin ich dann weg oder was? Nee, ich kann dich dann wiederbeleben, aber dann hast du ein Maximalleben weniger. Oh, das ist Dreck. So, ich hätte gerne noch so einen Sarkophag. Oder eine Schatzkiste, aber das finden wir hier anscheinend nicht mehr. Ich guck nochmal auf der anderen Seite. Oh, hier geht's noch weiter runter. Warte, dann warte mal kurz auf mich. Ja. Ich muss mal kurz, weil ich habe jetzt nur noch ein Leben. Also würde ich mich gern mal so ein bisschen hinlegen. Oh, ich komme nach. Ich habe gerade auch einen Schlag kassiert von einem Geist, von so einer Muschel. So, bis du hier bist, habe ich mich bestimmt schon ausgeschlafen. Ja, wir können ja nicht zu zweit in ein Bett. Ich kann dir nur beim Schlafen zusehen. Auch gar nicht gruselig oder so. Du, ich schau dir beim Schlafen zu. Aber ich habe unten, glaube ich, so ziemlich alles weggeballert. Guck mal, hier kann man doch direkt hochklettern. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Nee, ich glaube nicht. Ah ja, guck mal, hier ist noch eine Schatzkiste. Sehr schön. So. Dann gehe ich mal wieder dahin zurück, wo wir gerade herkamen. Ja, ich komme nach. Oh, warum wird denn hier alles so grün plötzlich? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das Wasser da unten nicht so gut. Also ich will nicht wissen, was das Wasser grün macht. Also da gibt es einige Dinge und keins von denen bringt viel Zuversicht, sagen wir es mal so. Das Harmloseste sind Algen. Ja, stimmt schon. Ja, Algen sind nicht so schlimm. Oh, das ist ein dickes Krabbi hier. Noch ein Mr. Krabs. Hier ist noch so ein Knochenfisch. Ich werde gerade von so einem Muschelgeist verfolgt. Wo bist du denn? Ach, ganz unten. Gut, die Muschelgeister sind ja nicht so schlimm. Ich glaube, der gibt nicht auf, bis er mich getroffen hat. Aber ich lasse mich einfach nicht treffen. Ja, ist gut so. Oben ist noch ein Mr. Oh Gott, da ist ein großer Mr. Krabs. Ah, hier ist noch ein Mr. Krabs. Bist du fertig mit ihm? Hier ist ein Mr. Krabs runtergekommen. Vorsicht, Vorsicht. Der kneift zu. So wie die Omi. Direkt in die Backe rein. Aber nicht im Gesicht, die Backe, sondern eine andere Backe. Das ist vielleicht die Mutter von Mr. Krabs. Okay, nee, wie gesagt, die kneift zwar in die Backe, aber nicht die im Gesicht. Eine andere Backe, da kneift die rein. Ja. Oh, guck mal, hier ist eine Auster. Vielleicht können wir die hier killen. Auch. Vielleicht können wir die killen. Ja, nicht, nee, die meine ich nicht. Ich meine schon die Auster. Ach so. Vielleicht, wenn wir die killen, dann werden wir das Viech los. Nee, das ist schon ein neues. Ich habe nämlich eben noch eine umgebracht. Ach so. Ich glaube, ja, jetzt hat es dich getroffen. Guck mal, da ist sie grad verschwunden. Ja, weil es dich getroffen hat. Oh Gott. Also die Viecher machen schon Schaden. Ich glaube aber, wir haben jetzt so ziemlich jeden erledigt. Glaube ich auch. Das ist auch gut so, weil ich bin fast tot. Ja, dann zurück an Deck. Achso, da lang. Ja. Feuer auf dem Furzdeck. So, schnell zurück ins Bett, damit ich dir wieder beim Schlafen zugucken kann. Bitte tu das nicht. Das habe ich mal Abträume.
Ich richtig Albträume von. Ich habe das im Urin. Wenn mir... Mit diesem tollen Backenbart kann ich einfach nicht anders. So, fertig geschlafen. Jetzt lass mich in Ruhe. Du seltsamer, seltsamer Mensch. Du sehr seltsamer Mensch. Gut, gibst du uns Strom? Jawohl, auf den Antrieb. Zack. Und auf die Waffen, zack. Und auf die Schilde, zack, zack. So, dann lass krachen, Digi. Ich lasse auch krachen. So, hier einmal Torpedo laden. Zack. So, da unten ist so ein böses Vieh. Da sollten wir uns von fernhalten. Ich versuche drum herum zu fahren. Weil wir müssen runter. Okay, ich ziele schon mal drauf. Ja, solange du es nicht abschießt, ist alles gut. Hier haben wir zwei Wege. Was hältst du davon? Wir gehen mal den entfernteren Weg. Ja, ohne dass uns hier so ein Lachs entgegenkommt. Gott, diese Waffe ist aber auch zu bedienen wie schrecklich. So, dieses Spiel sagt mir die ganze Zeit, ich soll Q drücken, um nach draußen zu gucken. Das ist ja extrem nervig. Ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder ein Torpedo abgefeuert. Warte mal, ich muss mal kurz einen neuen Torpedo laden. Mal wieder reingucken. Ihr spielt aber auch einen Scheißdreck. Ich habe keinen Plan, was das ist, aber es sieht lustig aus. Das ist We Need to Go Deeper. Und ich weiß nicht, ob man den Sinn davon versteht, aber wir müssen weiter runter. Wir kriegen gerade Schildschaden. Ja, solange das Schild hält, ist gut. Baller die Viecher über den Haufen. Jetzt gerade mal das Schiff drehen. Ich versuch's, aber diese Waffen sind aber auch extrem schwer zu steuern hier. Ja. Das ist ja richtiger Dreck. Wer soll sich denn da zurechtfinden? So. Alles klar. So, kannst du noch so ein Piratenschiffchen finden vielleicht? Das wäre ganz super. Ja, es wäre toll, aber... Ja, das ist wieder ein böses Vieh. Das sind mehrere böse Viecher. Ich glaube, wir kommen dem Boss wieder näher. Kann das sein? Könnte sein. Oh je. Okay. Es kommt der Tag, an dem man den Karpfen einfach Karpfen sein lassen muss. Da unten, das sieht irgendwie so aus, als können wir da durch. Kann das sein? Nee. Nee, es sieht nach einer ziemlichen Sackgasse aus. Habe ich auch. Wieder zurück. Ja, und der Barsch, das Barschloch, das folgt uns einfach da rein und verfolgt uns jetzt. Meinst du, der kann uns verzeihen, wenn wir mal Barsch waren? Ich höre Geräusche. Ja, ist wieder unten. Aber ich glaube, das ist eher harmlos. Ja, die Karpfen, die machen uns ja nicht so viel. So. Aber es sieht sehr nach Bossgefilden aus. So ein bisschen, ne? Aber wir haben ja noch nicht mal einen Laden gefunden. Ja. Ich würd ja wirklich gerne unser hardware-dienstes Gold ausgeben. Ja, es ist halt auch random, ne? Ich weiß. Oh, da ist so eine dicke Blase. Wolf lenkt und Pasch schießt, richtig. Genau. So sieht's aus. Ich schieße uns ins Nirvana hier. So, wie tief sind wir denn? Lass mich das gerade mal checken. Wir sind gerade mal 920 Meter tief. Also da geht noch einiges. Da geht noch was. Vorsicht vor der Blase.
Ja. Oh ne, da will ich nicht lang, wir gehen hier längs. Das kann die Blase, das wissen wir selber nicht, aber wir wollen hier halt lieber aus dem Weg gehen. Die wird so rot, wenn man reinfährt. Ich weiß nicht, also rot war irgendwie noch nie eine gute Farbe. Nee. Ich glaube, da kann man auch drauf schießen. Ja, und dann platzt sie. So. Ich baller die Blasen einfach mal alle ab. Und dann machen wir unseren Weg hier frei. Treibt euch bestimmt hoch. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, es würde auf jeden Fall Sinn ergeben. So, hier ist wieder so ein Viech. So. Sind wir losgeworden? Oder gebt euch Luft. Ja, Luft brauchen wir nicht. Oh. Oh, ein Tintenfisch. Ah! Also die Geräusche, das Geräusch, das dieser Tintenfisch macht, ist aber richtig furchteinflößend. Und da unten ist ein Piratenschiff. Ja, also dieser Tintenfisch war extrem gruselig. Ja. Okay, so, jetzt haben wir Geld und können es den Piraten geben. Hallo, Captain, weiß ich nicht, Iglu. Captain Iglu, genau. Oh, was? Der verkauft uns Fischstäbchen. Wir haben nicht genug Geld. Ja, leider. Ich hätte Geld. Das wäre eine neue Schiffswaffe, glaube ich. Also, das sieht aus wie so eine fette Schrotflinte. Das sieht schon geil aus. Ich hätte schon gern das Ding. Ja, wir haben leider nicht genug Kohle. Letztes Mal konnte ich hier unten noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Also unterm Schiff. Ja, siehst du hier. Aber es sind auch nur 74. Das reicht immer noch nicht. Nee. Wir brauchen noch mehr Geld. Könntest dir höchstens ein bisschen Wein kaufen? Nee, will ich nicht. Das Mauzender Tintenfisch. Ja, das war ein gruseliger Tintenfisch. Der kam direkt aus der Hölle. Also willst du Wein oder? Nein, lass das Geld lieber sparen und uns dann so eine Wumme kaufen. Aber die Spule könntest du dir auch leisten. Ja, was macht denn die Spule? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe halt so ein dickes Piffpuff und das hätte ich schon gern, das dicke Piffpuff. Ja, wir könnten es uns halt derzeit zumindest nicht leisten. Ich weiß halt nicht, wozu die Spule gut sein soll. Ich hab keine Ahnung. Soll ich es einfach mal kaufen? Weiß ich nicht. Im Notfall, das Geld wird zwar geteilt, wenn wir es einsammeln, aber jeder von uns kann seine eigenen Sachen kaufen. Ach so, na gut, dann werde ich das mal tun. Dann bezahle ich jetzt, dann hole ich mir jetzt die Spule. Knack. Was ist das jetzt? Maximum Shield Absorption upgraded. Das heißt, wir haben jetzt mehr Schild. Das ist cool. Gefällt mir. So, was machst du in meinem Raum? Das ist mein Raum. Ich gehe ja schon. Raus hier. Kusch. Wie fühlt es sich an, ein Jahr älter zu sein? Generell, meine Standardantwort darauf ist unrasiert. So. So, mach den Motor an. Kommt. Motor ist an. Motor Chef. Ist an. Dann geben wir mal Schilde Gas. Sind an und alles andere ist auch an. Ja, Schilde brauchen wir jetzt richtig hart. Oh Gott, was ist das denn für ein Vieh? Schnelles Vieh ist das. Zack. Oh, what? Was war das denn? Kurz raus, wir haben irgendwo ein Leck. Haben wir? Ja. Woher weißt du das? Wir haben noch 39. Irgendwo ist eine Beule drin auf jeden Fall. Bei mir. Komm mal zu mir hoch in die Fahrerkabine. Komm mal. Mit deiner Wrench. Ja. Wo? Hier. Ach da. Ah, okay. So, ist weg. Sehr schön. Wir sind wieder fit. So, zurück an die Piff-Puff-Systeme. Ich fürchte, Captain, hier unten ist aber gleich Boss. Das sieht ziemlich nach Boss aus. Ich auch. Ich habe schon mal auf Torpedo gewechselt. Klack. Ja. Oh ja. So. Wieder Leviathan. So, wo ist der? Dürfte jetzt eigentlich. Seh ich sehe ihn auch noch nicht. Wo ist der? Ich will hier Torpedo auf ihn schießen. Da unten ist er. Okay. Alter, das Schiff gerade.
Ping! So. Neuer Torpedo wird geladen. Neuer Torpedo ist geladen. Ping! Oh fuck, boah, das bringt nichts. Wir saufen getroffen. Schon wieder richtig ab. Ich bin am Reparieren. Weich ihm einfach aus. Weich ihn einfach aus. Ich versuch's. Wir saufen hier aber richtig ab hier gerade. Oh Gott, das Ding macht Schaden. Oh, es gibt irgendwie immer mehr Löcher. Ich komm gar nicht hinterher. Ich komm nicht von dem Vieh weg und ich verbrauch schon unseren Sprit. Das ist schlecht. Also wir kriegen hier aber gerade so richtig auf die Gosch. Au. Au. Du bist schon unter Wasser. Also ja, ich ersauf gerade. Ja, ich bin gerade dabei, die Lecke zu beheben, aber dafür muss hier diese blöde Luke. Die muss aufbleiben. Luft. Frische Luft. Sehe ich das richtig, dass du gerade unser Schiff einfach da irgendwo rumdümpeln lässt? Ich habe noch ein HP, ich wäre fast ersoffen. Die Frage ist, wie wollen wir dieses ganze Wasser hier loswerden? Das geht weg, wenn du das Loch stopfst. Wo ist denn das Loch? Da kommen ja immer mehr Löcher. Irgendwo. Wir haben kein... das war's dann wohl. Ja, das war's. Oh, boah, woher haben wir denn schon wieder 40 her? Weiß ich nicht. Also irgendwo habe ich uns gerade richtig... Oh Gott. Aber wir sind ersoffen. Was ist das denn für ein Ding? Oh mein Gott. Ja, wir sind beide tot. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Schiff... Wir haben keine Chance mehr. Boah, wie soll man dieses Ding denn bezwingen? Es wäre leichter, wenn wir ein drittes Crewmitglied haben. Mhm. Soll ich mal kurz rumfragen? Boah, ich glaube, das ergibt echt nur groß Sinn, wenn wir hier... Oh. Was ist passiert? Pasch und ich haben Dicey Dungeons gespielt und sind ersoffen. Mehrfach. Genau. So, ich schreibe mal kurz Zero, ob er uns zu Hilfe kommen kann. Versucht mal damit nicht zu sterben. Glaube, dann sollte es einfacher sein. Ja, muss ich dir recht geben. Diese Fische immer so unglaublich. Du kannst unter Wasser atmen, wir nicht. Wir haben leider diese Fähigkeit nicht. So, ich frage gerade mal rum nach einem dritten Crewmitglied. Ich weiß nicht, ob das groß helfen. Ich glaube. Habt ihr einen Discord-Server? Ja, es gibt einen Discord-Server. Der ist auf dem YouTube-Kanal verlinkt. Fisch, du bist nicht hilfreich gerade. Aber wir können ja gerade mal ins Kuriositäten-Dings gehen. Kabinett. Und mal gucken, ob wir uns irgendwas leisten können. Im Katalog. Vielleicht irgendein Upgrade, das uns irgendwas bringt. Eine Wasserpumpe. Eine Wasserpumpe sieht doch gut aus. Können wir uns nicht leisten. Also ich mir zumindest nicht. Ja, geil. Ein Schwert könnte ich mir leisten. Medkit kann ich mir nicht leisten. Ja, also ich kann mir nichts Sinnvolles leisten. Ich kann mir im Katalog auch nichts leisten. Also wirklich gar nicht. Ja, ich kann mir höchstens Kleidung leisten. Wenn ich irgendwie gut aussehen möchte. Aber ich würde lieber nicht ertrinken. Das wäre mir ein bisschen lieber als gut aussehen.
Das ist echt belastend hier. Ja, das ist extrem belastend. Ja, ich krieg gerade keine Antwort. Aber ich habe einen neuen Gegenstand im Steam Inventor. Schön. Den Captain. So, wollen wir uns das Spiel vielleicht für einen anderen Stream aufsparen, in dem mehr Leute Zeit haben, so idealerweise 3-4. Ja, wir warten mal, wenn noch einer dazu stößt, dann machen wir mit We Need to Go Deeper weiter, ansonsten machen wir jetzt erstmal was anderes, würde ich sagen. Ja. Weil wir brauchen dringend mehr. Zu zweit. Ich weiß gar nicht, warum es ein Schiff mit zwei Plätzen gibt, wenn es unmöglich ist, mit zwei Leuten irgendwas zu reisen. Vermutlich ist es nicht unmöglich, wir sind einfach nur nicht gut. Das kann auch sein, ja. Ja. Zu was gehen wir dann über? Was für eine Frage. Was für eine Partysause ist jetzt dran? Wir können mal den Tabletop abstauben. Ja, da wäre eine Menge drauf. Was hältst du davon? Jetzt erstmal eine Runde zu meinem Geburtstag, The Wolf's Bite. Das weiß ich nicht, was das ist, aber ich bin auf jeden Fall dabei. Okay, eine Runde gehen wir ins Wolf's Bite. Okay, was ist das? Das Wolf's Bite ist ein wunderschönes Spiel. Das habe ich vor langer Zeit mal angezockt, ich glaube letztes Jahr. Es trägt nicht nur den Namen des Kanals. Mhm. Es ist einfach nur toll. Ich versuche es gerade mal zu übertragen. Mhm. Wenn die Spielaufnahme es mich machen lässt, was sie gerade offenbar nicht will. Nee, die Spielaufnahme will nicht, dann muss ich es mit einer Fensteraufnahme machen. Joa. Wenn ich es finde. Es taucht hier auch nicht auf. Sehr schön. Ich übertrage es dir schon mal. Fangen wir doch mal so an. Ja, mach mal. Zeig mal was. The Wolf's Bite. So. Wolf's Bite. Sieht irgendwie nach Essen aus. Ja, aber es geht nicht um Essen. Es geht um den Wettkampf zwischen dem großen bösen Wolf und den drei kleinen Schweinchen. Oh, echt? Nämlich der Wolf hat keinen Bock, böse zu sein. Mhm. Und möchte sein eigenes Restaurant eröffnen. Okay. Die Schweine haben aber etwas gegen den Wolf und wollen ihn ruinieren. Das und böse. Einer von uns spielt die drei kleinen Schweinchen und einer von uns spielt den Wolf. Das kann man auch an einem PC machen, das ist kein Problem. Und es ist wirklich liebevoll gezeichnet, dieses Spiel. Okay, und wie machen wir das? Ich habe ja keinen Controller oder sonst irgendwas. Ja, du musst es bloß sehen, du musst mir bloß sagen, was für Aktionen du machen möchtest. Das reicht schon. Ich muss bloß erstmal schaffen, dass es das Spiel überträgt. Weil das ja irgendwie gerade nicht will. Jetzt. Da habt ihr es. Ich finde dieses Spiel einfach nur wunderschön und es ist so viel Mühe da drin. Und so, du siehst, Zuschauer sehen. Ja. Lautstärke passt so, denke ich mal. Es hat sich zumindest keiner beschwert. Ja. So, wir machen die Zweispieler-Variante. Ich würde sagen, ich bin der Wolf. Ja. So. Möchtest du den Text kurz mal vorlesen? Ja. Also, nachdem, Warte. Okay. Nachdem er darin gescheitert ist, in der hochkonkurrierten Abrissindustrie, also Gebäudeabrissindustrie, sich durchzusetzen, größtenteils, weil er Probleme damit hatte, mit Ziegelsteinen zu arbeiten, wer das Märchen kennt, wird wissen, warum, hat der große böse Wolf sich entschieden, dass es Zeit ist für eine neue Karriere.
Und da er einfach nicht die Fähigkeit hat, dem betörenden Gesängen der der Kleinunternehmerschaft, also Ein-Mann-Unternehmerschaft, sich zu widersetzen, hat er sich dazu entschieden, sich ins Gastronomiegeschäft einzusteigen. Die drei kleinen Schweinchen, die nicht zufrieden waren mit ihren mit den Abrissdiensten, die sie vom Wolf erhalten haben, haben sich entschieden, sich gegen den großen bösen Wolf zu verschwören. Und nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen sein Restaurant, The Wolf's Bite. Der Biss des Wolfes. Das gesamte Dorf ist rausgekommen zum großen Eröffnungszeremonie. Wird der große böse Wolf endlich ein erfolgreiches Geschäft aufziehen können? Oder werden die drei kleinen Schweinchen eine metaphorische Ziegelmauer erbauen und ihn stoppen? Ah, das wirft ein ganz neues Licht darauf, ne? Absolut, ja. Der Wolf spielt. Hey, das bist ja. Du, Wolfi. So, jetzt kann ich mich entscheiden, wo ich gerne hingehen möchte. Mhm. Ich glaube, ich kaufe erstmal ein paar Zutaten im Grocery Shop. Ja, genau. Hier, Zutaten kaufen. Okay. Du kannst kein Restaurant. Ja, achso, ich habe gedacht, ich übernehme das, weil es meine Runde ist. Oh ja. Du kannst kein Restaurant führen ohne Sachen, die du kochen kannst. Ein Ausflug ins Geschäft versorgt dich mit allen Zutaten, die du zum Kochen brauchst, um eine ganze Armee zu füttern. Ich habe noch eine Frage an euch. Wie lange kennt ihr euch und wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns in der Schule kennengelernt und wir kennen uns jetzt seit der 12. Klasse. Ich habe aber keine Ahnung, wann das war. Das dürfte 2012 tatsächlich gewesen sein. Weil ich kann mich daran erinnern, dass es immer bei mir persönlich war es immer so, dass, dass die letzten Ziffern des Jahres immer zu meiner Klasse gepasst haben. Aber du hast doch einmal wiederholt. Einmal habe ich wiederholt, aber ich habe ja auch die 10. übersprungen wegen G8. Das heißt, 2009 war ich in der 9. und 2010 war ich dann in der 11. Aber da ich ja dann einmal wiederholt habe, hat sich das wieder eingefällt. Ah, also, okay. Ja. Also müsste es 2000 ja, jetzt sein. Ja, okay. Okay, jo. Ja. Also wir haben alles, um eine Armee zu füttern. Du hast sogar einen Discount rausgeschlagen. Ich habe eine Qualität dazu bekommen. Und es gibt Gerüchte, dass die Schweinchen einen gratis Kochkurs im Grocery Store anbieten, um für sich selbst zu kochen, statt bei dir zu essen. Vielleicht könntest du versuchen, eine Anti-Koch-Klasse zu gründen. Und die Store-Patrons, Geschäftsführer? Die Kunden. Achso, die Kunden. Die Kunden ja. Mit geheimen Rezepten beeindrucken, die sie niemals zu Hause hinkriegen würden. Wenn es gut ist oder wenn es gelingt, werden sie nie mehr wieder zu Hause essen. Paella, Pflaumenpudding oder Cookable Fried Chicken Curry. Oh, das klingt gut. Hm. Yum. Komm, Curry. Eine Menge kommt auf den Wolf zu und ist sehr angetan von dem Anblick und dem Geruch der Würze. Komm nun, sei mutig genug und fordere deine Geschmacksnerven mit der... Was wolltest du sagen? Ja, fordert eure Geschmacksknospen heraus. Ja, genau. Mit der würzigsten und geschmackvollsten Leckerei im Königreich. Okay, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich sie übersetzen soll. Die Menge hat geohnt und geahnt. Ach so, ja. Über die sehr seltsame Vorrichtung, die benutzt wurde, um das Hähnchen zu kochen. Ja, genau. Ja, nennt sich Ofen.
Wolfi, das ist lecker. Es ist so würzig, aber nicht zu viel. Post-Haste? Was ist Post-Haste? Sobald wie möglich. Ach so, ja, ich hätte gern noch eine Portion. Eine größere Portion, sobald wie möglich. Ja, die meisten haben ihren Einkaufswagen stehen lassen und sind direkt zu dir ins Restaurant gekommen. Eine Qualität und eine Reputation dazu bekommen. Sehr schön. So, jetzt sind die Schweinchen dran. So, kannst, wo kann ich überall hingehen? Also ich kannst zum Restaurant gehen. Du kannst zum Witcher, zum Lake, zur Barn, auch in den Grocery Store, zur City Hall, in die Nachbarschaft oder eben ins Kulinarische Institut. Dann verziehe ich mich mal in die Nachbarschaft. In die Nachbarschaft. In dein Haus oder willst du in mein Haus einbrechen? Ich brech mal in dein Haus ein. Oh, Frechheit. Ja. Wenn du sie nicht schlagen kannst, musst du sie einfach verarschen. Indem du, also indem ich mit dem Heimleben des Wolfs Schabernack treibe, wird er ärgerlicher sein, einfacher aufzuregen, mehr gestresst und weniger fokussiert auf der Arbeit, während er sich über sein Heim Sorgen macht. Boah, der macht der Dicke sich da gerade über meine Vaseline, ich meine über meine Seife her. Tja. Ich muss den Titel des Streams ändern, stimmt. Ich muss noch The Wolfsbite reinschreiben. Ja. Tja, geschieht ihm recht für seine ungefragten Demonstrationen seiner gewerblichen Abrisskünste. Nana, hast du einfach das Haus der drei kleinen Schweine abgerissen, ohne dass sie es wollten, oder was? Nein, ich habe bloß ein Haus nicht kaputt gekriegt. Da kann ich ja das Problem. Okay, Wolfsbite kennt das, kennst Twitch gar nicht. Das heißt, ich kann es jetzt erstmal nicht eingeben. Tut mir leid. Okay. Ja. Oh. Ich habe ein Geld verloren und meine Heimsecurity. Ein Geld verloren. Oh. Ja, das muss sicher sein, ja? Sicherheitssysteme. Normalerweise, wenn die Schweine den Appetit der Leute beeinflussen möchten, benutzen sie Junkfood, um dafür zu sorgen, dass Leute, die essen gehen wollen, fein essen gehen. Wie immer ein unglaublicher Innovator hat Stinky einen Vorschlag gemacht, wie man die Leute ganz krank, oder wie man den Leuten gehörig den Appetit verderben könnte, als eine alternative Strategie. Oh. Also, ich könnte das Kanalisationssystem verstopfen, ich könnte Stinkbomben verteilen, oder ich könnte irgendwas mit Eye-Candies machen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Warte mal, muss ich gerade mal schauen. Ich befürchte, das ist was ganz Schlimmes. Das glaube ich auch. Ich mach mal das mit dem Septic-System. Also ich verstopfe die Kanalisation. Oh Mann, bist du gemein. Gute Theorie, aber die Theorie hatte einen Haken. Stinky hat nicht realisiert, dass jedes Haus ihr eigenes Kanalisationssystem hatte. Anstatt dass er die gesamte Nachbarschaft verstunken hat, hat er nur das Haus der Schweine verstunken. Ja, dann es kam halt die Frage, was wir danach spielen. Danach gehen wir wahrscheinlich ein bisschen an den Tabletop. Jo. Oder kein Yu-Gi-Oh! Uch, Stinky! Das ist ein neuer Teppich! Oh mein Gott! Wirklich? Ja. Mein Gott, jetzt habe ich 2 Geld verloren und 1 Reputation. Ja, du hast dein Haus versaut. Oh, die Daily Wolf. So, dann zeig. Oh, ein famous food critic, also ein berühmter Essenskritiker. Restaurantkritiker kommt in. Uiuiuiui. Gasfior hat Wind von unserem aufsteigenden Wolfsbite bekommen und möchte es in seiner Show Restaurants, Tavernen und Bars vorstellen. Wird die Episode von Redemption wieder auf. Ja, Rache eigentlich, so Wiedergutmachung. Ja, Wiedergutmachung oder Rache sein. Ja. Nur die Zeit wird es zeigen.
Ja, und unten links steht noch, dass es Wolfbites aufgemacht hat. Call or Pick gibt es. Und Out of Magic. So. Der Wolf ist dran. Oh, es gibt auch noch die schlechte Seite der Stadt. Oh. Ich glaube, ich gehe aber tatsächlich mal ins Kulinarische Institut. Ja, komm, ich trainiere Restaurantbesitz mit Giuseppe Babinon. Oh, das ist der aus Ratatouille, oder? Naja, stimmt. Der bringt mir das bei. Du verbringst den Tag über Nuancen und Herausforderungen über den Besitz und das Führen eines Restaurants zu diskutieren. Giuseppes Business Acumen, also seine Businessberatung und seine Mentorenhaftigkeit wird dir helfen, ein effizienteres und profitableres Restaurant zu führen. Ich habe einen Wolf bekommen. Der Muffinmann hat ein überraschendes Backseminar am Kulinarischen Institut abgehalten. Und er hat persönlich deine Anwesenheit erfragt. Was wirst du tun? Komm, ich mach mein eigenes Rezept. Das wird niemals gut ausgehen. Der Muffinman kennt seine Sachen. Aber unglücklicherweise Subtleties. Züge, die Nuancen. Die Nuancen von Blaubeeren, also Heidelbeere gegen Chocolate Chip sind an dir verloren, weil du selbst da die Basic-Sachen beim Backen versaust. Immerhin hat der Rauchdetektor funktioniert. Okay, das war nicht so toll. So. Wo darf es für dich hingehen? Tja, jetzt haben wir beide einmal ins Klo gegriffen. Also ich habe. Du hast wortwörtlich ins Klo gegriffen. So, also wenn. Also wenn da jetzt so ein Kritiker kommt, dann will ich meinen Schabernack doch am Restaurant. Also gehen wir mal zum. Okay, ab ins Voicebite. Warte mal, ich muss hier gerade mal was umstellen, weil ich habe hier gerade irgendwie ein paar Lags von dir. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Dass die Verbindung nicht so gut ist, aber ne, scheint alles okay zu sein. Okay, willst du im Restaurant Gast sein oder willst du da arbeiten? Ich kann da arbeiten? Ja, aber nicht gut. Vermutlich nicht, ne? Also du kannst mir entweder als Gast oder als Mitarbeiter schaden. Was möchtest du? Dann will ich da mal arbeiten. Gerade wenn ein Kritiker in die Stadt kommt, willst du in meinem Restaurant arbeiten? Ja, natürlich. So, ich verbringe den Tag, in dem ich im Restaurant arbeite und versuche, es von innen auseinanderzunehmen. die neue Personalmanagerin hat war sehr froh erfreut. Darüber, dass sie erfreut, ja, war sehr erfreut darüber, dass sie in der Lage war, gleich drei offene Positionen so schnell zu füllen. Wir haben alles gemacht Durcheinanderbringen von Bestellungen. Durcheinanderbringen von Bestellungen zum Fallenlassen von Tableaus auf die Gäste. Wir haben dafür gesorgt, dass der erste Besuch eines jeden Kunden zum The Wolf's Bite auch der letzte Besuch war. Die arme Personalmanagerin hatte keine Ahnung, wo sie sich da selber reingeritten hat. Wolfsbite verliert eine Qualität. Du Mistkerl. Wenn es eine Sache gibt, die niemand in seinem Essen finden möchte, ist es ein Insekt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Insekt in einem Restaurant, wäre ein gesamtes Glas voller Insekten in einem Restaurant.
die Insekten anzuschaffen war einfach. Sie in die in der im Glas reinzuschmuggeln war auch einfach. So. Wie man die Insekten nun benutzt, um sowas bald zu ruinieren, das wird schwierig. Ja, willst du sie in der Küche freilassen, vor der Öffnung im Hauptraum freilassen oder erst während des Essens? In der Küche. Insekten sind eine Delikatesse in vielen Teilen der Welt. Die Expertise des Wolfs darin, alle verschiedenen Arten von Zutaten zu behandeln, hat es ihm erlaubt, Zitronen in Limonade zu verwandeln oder zu eher Exoskelette in Croutons zu verwandeln. Uff, kriegst ein Qualität und ein Reputation. Ja, ich kann damit umgehen. So, die Daily Wolf ist da. Oh, ich habe eine wundervolle erste Runde gedreht. Ja. Ja, ich habe nicht nur heiße Luft gepustet, als ich über mein neues Restaurant geredet habe. Ja. Das Wolfsbein. Die ersten Kritiken von lokalen Diners greif mir gerade mal unter die Arme. Von örtlichen Restaurantgehern. Ja, genau. Waren positiv. Und es sieht so aus, als hätte Wolfi eine Nische gefunden. Ja. Ja, siehst du mal. Schön für dich. So, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen. Schieb, weil ich probiere. Komm, ich geh mal in den schlechten Teil der Stadt. Ich kann entweder die Jugend anregen, also die Jugendmentoren, oder einen Kochkurs für Erwachsene machen. Ich glaube, einen Kochkurs machen als Restaurantmitarbeiter ist nicht so gut. Ich unterrichte die Jugend. Als früherer Bewohner der rauen und unliebsamen Straßen der schlechten Seite der Stadt hast du schnell eine... Bist du sehr schnell ein Vorbild geworden. Ja. Bist du als... Als Kleinunternehmer schnell ein Vorbild für die heutigen Kinder geworden. Jo. Du hast ihnen die Vorteile davon beigebracht, ein eigenes Unternehmen zu gründen, und die Selbstdisziplin wird den Kindern von heute Dividenden bringen, wenn sie morgen dann Erwachsene sind. Und dem Wolfbite wird es ein paar Gäste bringen. Ich habe eine Reputation gekriegt. Sally Snatcher. Kennt man die? Nö. Hat ein Drei-Schalen-Spiel, also so ein Hütchenspiel. Ja, so ein Hütchenspiel, ja. Draußen vor dem Community Center aufgebaut. Hey Wolfi, möchtest du dein Glück probieren? Das ist echt nicht schwer. Du hast eine 1-3 Chance, dein Geld zu verdoppeln. Du hast auch keine Angst, oder? Während du Spielchen nicht magst, möchtest du auch nicht dein Gesicht verlieren. Was machst du? Oh. Ich nehme die in der Mitte. Okay, kleine Lady. Ich werde ein Spiel mitspielen. Sally beginnt damit, die Hütchen herumzuwirbeln. Oh, erst am Anfang langsam und dann sehr schnell, dass es nur noch verschwimmt. Selbst mit deinem kühnen Auge verlierst du es aus dem Blick. Okay, Wolfi, wähl einen Hut. Du wählst den Hut in der Mitte und hahaha, es ist leer, du hast verloren. Dir fällt auf, dass Sally den Hut auf eine komische Weise hält. Beweg deinen Daumen. Was? Warum? Es tut mir leid. Bitte ruf nicht die Cops. Guck, ich verspreche, ich werde aufhören zu schummeln und ich werde dir das Doppelte vom Eintrittsgeld geben. Der Wolf hat Geld gemacht. Sehr schön. So, habe ich jetzt richtig Plus gemacht? Ja, ich habe 40% Reputation und $13. Du hast 20% Reputation und $8.
So, geh nochmal durch alles durch, was ich hier so finde. Also, das ist die schlechte Seite der Stadt, die Stadthalle, die Nachbarschaft, das Kulinarische Institut, den Grocery Shop, die Scheune, den See und den Hexenhut. Genauso wie halt mein Restaurant. Dann geh ich mal zum Rathaus. Zum Rathaus. Ja, was kann ich da machen? Lobby oder Freiwilliger? Also kannst du auch noch zurück, Lobby. Wenn du... Okay, einmal in die Lobby. Wisst ihr, was diese Stadt braucht? Mehr Regulation, besonders in der Gastronomieindustrie. Machst du einen 24-Stunden-Stream, Sommer? Nein, mach ich nicht. Wann war das letzte Mal, dass Restaurants inspiziert wurden für Reinigkeit? Wann war es letztes Mal, dass sie mal hier, ne, so überprüft, zertifiziert wurden? Sie zahlen auch nicht genug Steuern. Guckt euch die Straßen an. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Steuereinnahmen. Die Restaurants, die profitieren auch von Straßen, also sollten sie mehr bezahlen, um dafür zu sorgen, dass sie instand gehalten werden. Der Wolf verliert ein Reichtum. Es ist offiziell. Rotkäppchen wird nächstes Jahr für den Posten der Bürgermeisterin antreten. Obwohl sie jung und unerfahren ist, haben ihre starken anti-Wolf-politischen Sichten definitiv das Potenzial, in unserem, zu unseren Gunsten auszuwirken. Verdammt, die blöde Kuh! Sie ist nicht der Favorit gegen den momentanen Bürgermeister, aber vielleicht kann sie in den Abstimmungen ein wenig aufsteigen, ein bisschen Hilfe von uns. Wie will ich helfen? Ich könnte zu ihrer Kampagne spenden, ich könnte ein Freiwilliger werden für ihre Kampagne oder ich könnte als Vize-Bürgermeister. Schwierig. Ja. Was machst du? Ich würde sagen, ich werde ihr spenden. Spendest dir, okay? Ja. Meine Spende könnte der Unterschied zwischen einem Sieg und einer Niederlage sein. Es ist ein bisschen zu früh, um es wirklich zu sagen, aber Rotkäppchen scheint Punkte in den Umfragen zu gewinnen und die Geldinfusion hilft ihr wirklich, ihre Anti-Wolf-Plattform zu verbreiten. Du Mistsack. Also ich verliere ein Geld und du verlierst 2 Reputation. Oh, du Mistkerl. Oh, dieser Wolf wird besser mit jedem Biss. Das Wort verbreitet sich über einen Küchenvisionär im Wolfbite. Mit neuen Rezepten, die jeden Tag eingeführt werden, scheint es gar kein Ende für den kulinarischen Lauf von Wolf zu geben. Nur 3 Tage in seiner Karriere und er hat schon eines der heißesten Restaurants im gesamten Königreich. Ja, dann muss ich mich da wohl auch mal zeigen lassen, würde ich sagen. Ich arbeite natürlich direkt hier im Restaurant, damit die mich auch sehen. Kann man ein Schweinefilet machen? Das wäre schön. So, du verbringst den gesamten Tag, die Gäste zu begrüßen und die Tische zu bedienen. Das ist Diskriminierung. Deine Kunden erfreuen sich an dem visuellen, an der visuellen Anstrengung, die du machst, um sicher zu sein, dass sie ein gutes Erlebnis bei dir haben. Glückliche Kunden zu sehen macht es das wert, dass du stundenlang durch dein Restaurant rennst. Ich habe eine Quality gekriegt. Tom Thump. Däumelinchen? Ja. Und seine Frau Thumbelina sind im Restaurant diesen Abend. Ich fühle mich... Wie soll ich... Wie soll ich so kleine Leute versorgen? Bekochen? Das ist schwerer als für einen Riesen zu kochen.
Sir Wolf, mein Name ist Worm Wallum. Keine Ahnung, wer das ist. Kannst du die Musik etwas lauter machen? Lauter schreibt sich mit ihr. Ich kann gucken, ob ich es eventuell ein bisschen lauter machen kann. Ich kann halt jetzt gerade nicht in die Optionen. Ja, der Worm Wallum. Wer ist denn Worm? Moment, das muss ich kurz nachgucken. Finde ich nichts zu. Habe ich den falsch geschrieben? Worm Wallum? Nee, keine Ahnung. Ich konnte mir nicht helfen, festzustellen, dass du ein Problem hast und etwas Wissenschaft brauchst. Für den kleinen Preis einer kostenlosen Mahlzeit werde ich dir meinen Schrumpfstrahler leihen. Meine Wachstumskanone oder meine Chaoskanone. Meine Hypothese sollte egal welches von deinen kleinen Problemen lösen. Was sagst du? Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Wieso? Wenn ich jetzt das Essen schrumpfe, könnten die denken, könnten die sich diskriminiert fühlen. Wenn ich die groß mache, könnten die absolut unzufrieden sein. Und Chaos in meinem Restaurant will ich erst recht nicht. Also ich glaube, ich riskiere es, sie zu diskriminieren und schrumpfe das Essen. Oh nein! Dein Finger ist ausgerutscht. Oh nein. Du hast das Essen verfehlt und Alice getroffen, die auf Tom und Thumbelina wartet. Großartig, schon wieder schrumpfen. Ernsthaft? Ah, ich rufe den Hasen an und lass mir etwas von dem Zeug bringen, das Leute wieder groß macht. Wolfi, erwarte einen Anruf von meinem Anwalt. Oh, ach, Kacke. Du Kacke! Ich richte mich zugrunde. Das war bitter. Wer kann denn auch damit rechnen, dass ich Alice treffe? Und dass die mich verklagt? Die fackelt nicht lange rum, ja? Die geht sofort zum Gericht. So, dann begebe ich mich doch auch mal in den schlechten Teil der Stadt. Mal gucken, was ich da so anrichten kann. Ich kann Gebäude wandern, ich kann einer Gang beitreten. Warte, geh mal zurück und zeig mir, was ich im Hexenhaus so machen kann. Kannst entweder... Ich kann einen Fluch auf dich setzen. Okay, dann mache ich das mal. Ich verfluche dich. Okay. Auch wenn sie nicht mehr richtig böse ist, hat die... kriegt die Hexe ein Vergnügen daraus, magische Streiche zu spielen, wie zum Beispiel Flüche. Dein Geld ist, naja, Geld. Pass aber auf, Magie kann trügerisch sein und auch mal nach hinten losgehen. Okay. Der The Wolfswald verliert ein Qualität und der Wolf verliert ein Reputation, während die Schweine ein Geld verlieren. Wenn es eine Sache gibt, von der die Hexe ganz viel hat, dann ist es der Atem von Krümel. Sie hat die größte Sammlung von Krötenatem in der gesamten Stadt und sie ist unglaublich, sie verhält sich sehr beschützend dem gegenüber. Aber wenn du die Möglichkeit hättest, deine Hände darin zu kriegen, dann lasst uns einfach mal sagen, dass die Pasta des Wolfs plötzlich eine ganze Menge krötiger schmecken würde. Aber ist es wirklich das Risiko wert, den Krötenatem zu stehlen? Wenn die Hexe dich erwischt, dann werden Kröten das Letzte sein, worum du dir Sorgen machen solltest. Kannst es austauschen? Du kannst also sagen, der Preis ist es wert, oder? Ja, also entweder ich tausche es aus, oder ich kann sie versuchen zu bestechen.
Oder ich, ja, versuch's einfach mal. Also Smash and Grab ist Quatsch. Da wird die mich aber sowas von erwischen. Sie zu bestechen, ich weiß nicht. Der Stand halt, schützend darüber. Sie hat sich sehr verteidigt. Ja, sehr defensiv. Und Switcheroo, ich meine, irgendwann wird sie es bemerken, aber vielleicht ist das dann spät genug, dass sie nicht mehr weiß, wer das war. Also ich versuch's mal mit dem Switcheroo. Okay. So, die Schweine entscheiden sich, ein bisschen klüger zu sein und tauschen zahlreiche Flaschen von Krötenatem mit Froschpilzen aus. Die genauso Amphibie sind. Kannst du den letzten Teil vielleicht nochmal lesen? Die zwar genauso amphibisch sind, aber vielleicht ein bisschen weniger schlecht riechen. Die Hexe sollte das nicht merken für ein paar Tage. Ja, jetzt ruinieren wir ein bisschen Pasta. Ausbeifilet verliert einen Qualität. Sehr gut, hat funktioniert. Ja. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab Qualität wurde verloren. In der Nähe des Wolfs. Yep. Eine Kameracrew wurde in der Nähe des Wolfs Bites gesehen. Zeugen berichten, dass Gus Fierces Kameracrew in der Nähe des Wolfs Bite gestern gesehen wurde, wie sie nach guten Winkeln, Kamerawinkeln gefischt haben und ein paar Leute zum Interviewen gesucht haben. Die Aufregung über das Erscheinen der Woche wurde wieder komplett erfrischt und weiter bestärkt von der Präsenz seiner Kameracrew mit verschiedenen Berichten von Leuten, die ohnmächtig gefallen und heftig geschwärmt haben. Ja. Jetzt muss ich aber Trinkqualität. Oh, wo könnte ich jetzt noch ein bisschen Qualität rausschlagen? Ich wollte sagen, also so langsam blinzelt, ja. Ich glaube, ich folge dir mal in den Hexenhut. Ich hol mir ein paar magische Zutaten. Och, das Bild ist ja niedlich. die Hexe hat lange Zeit hier gelebt und kennt viele Geheimnisse. Okay. Die Geheimnisse kommen auch mit einem Preis. Als Austausch für... Austausch dafür, dass du für die Hexe einige Besorgungen machst. Ja, erhältst du verschiedene... Absolvierst. Ja, ist ja im Prinzip das Gleiche. Erhältst du verschiedene Pouches, Säckchen. Säckchen und mit magischen Kräutern und Fläschchen mit mystischen Tränken. Oh, jetzt habe ich versehentlich was übersprungen. Na egal. Sieht so aus, als würde sie für die Instruktionen, für die Anleitung extra Geld verlangen. Ach so, ja gut. Ich habe 2 Quality bekommen, aber dafür 2 Wealth verloren. seit neuestem hat deine Pasta irgendwie einen merkwürdigen und nicht zufriedenstellenden Nachgeschmack nach nasser Kröte. Flabbergastete beunruhigt? Oh, ja, perplex. Perplex. Bach. Perplex entscheidest du, die Hexe nach Hilfe zu fragen. Krötenatem. Och Gott, das ist nicht dein Ernst. Grummelt sie mit zusammengekniffenen Augen. Ja. No rotted eyes. Jemand war in meinem Laden. Fügt sie hinzu. Ich fürchte, das wird jetzt für dich nicht so gut ausgehen. Mhm. Sie erzählt dir von dem... Remedy ist... Gegenmittel. Das Gegenmittel ist simpel mit Sirup und Mottenschwingen. Oder du könntest versuchen, mit dem Froschatem bzw. mit dem Froschgeschmack oder Krötengeschmack zu arbeiten und ein neues Gericht zu kreieren. Ich glaube, ich probier's. Okay.
Statt gegen den Krötenatem zu arbeiten, entscheidest du dich mit einer cleveren Mixtur von exotischen Kräutern den Geschmack zu verstärken. Einige Kunden finden es zu merkwürdig für ihren simplen Geschmack, aber die meisten der Kunden oder Gäste stimmen dir zu, dass die Pasta dadurch viel besser geworden ist. Wer weiß schon, wer hätte gedacht, dass Krötenatem so ein leckeres Essen macht? Also danke sehr! Was kann ich denn jetzt noch am besten machen? Wir wurden gefragt, was ist unser Lieblingscharakter aus Dragon Ball? Du hast es auch mit Dragon Ball, ne? Der Zuschauer hat es mit Dragon Ball. Weil das nicht die erste Dragon Ball-bezogene Frage heute ist. Lieblingscharakter, das habe ich schon so oft gesagt. Also, Oberteufel Piccolo, Trunks sind so die Spitze von denen, die ich mag. Ich persönlich muss sagen, ich mag Freezer. Ja. Freezer passt. Ist cool. Ja. Freezer ist geil. So, geh mal ins Rathaus. Mal gucken, was ich im Rathaus jetzt noch machen kann. Ich war da ja schon mal, aber vielleicht kann ich Rotkäppchen ja wieder ein bisschen. Ja, du kannst wieder in die Lobby gehen oder assistieren, Freiwilligendienst. Nee, geh mal wieder raus. Ich geh mal in die schlechte Seite der Stadt und trete mich in einer Gang an. Okay. Ja. Die Porkers haben ein süßes Monopol auf den illegalen Handel mit Süßigkeiten. Ja, ja, wir wissen alle, wofür Süßigkeiten hier steht. Ja, ja. Das Geheimnis zu ihrem Erfolg ist der extra Zucker. Ja, ja, Zucker, genau. Mhm. Ein weißes Puder, genau, das ist Zucker. Welches deren Güter super stark und suchterregend macht. Mhm. Ja. Weil Süßigkeiten günstig und hochkalorisch sind, ist es sehr einfach, die Essen von Leuten zu ruinieren damit. Das heißt, dass weniger Leute zum Restaurant des Wolfs gehen oder seinen dummen Kochkurs. Yippie, 2 Geld. Ein obdachloses Rhinoceros mit einem zerbrochenen Horn bettelt nach Kleingeld auf der Straße. Kennen wir einen Rhinoceros mit einem zerbrochenen Horn? Keine Ahnung, ne? Ganz dunkel erinnere ich mich da an irgendeinen Disney-Cartoon, aber ich weiß es nicht mehr. Also die haben hier wirklich so Disney- und Märchensachen eingefressen. Ja, generell so Märchencharaktere, ja. So. Er hat ein Schild. Werde arbeiten für Geld. Muss mein Horn heilen. Und seine Kleingeldbüchse sieht so aus, als wäre sie fast voll. Stinky überprüft sein Portemonnaie. Wir können ihm das letzte bisschen geben, was er für sein Horn braucht, und dann würde er uns was schuldig sein. Und Binky sagt: Nein, auf keinen Fall. Wir sollten ihn einfach verarschen und seine Büchse klauen. Da bleibt nur noch Sergei als derjenige, der es entscheidet. So. Entweder wir klauen ihm seinen Scheiß oder wir geben ihm ein bisschen Geld oder wir schlagen eine Ich probiere es einfach mal mit der dritten Option. Die ist ein bisschen geheimnisvoll, so ein bisschen die Katze im Sack, aber ich bin mal gespannt, was Sergei so. Leute, ich glaube, wir können uns unser Geld sparen und immer noch dafür sorgen, dass dieses Rhinoceros bei uns in der Tasche landet. Ich habe einen Grinder in meiner Tasche. Ach so ein Schleifstein. Ja, Grinder ist halt auch etwas, was man für Gras verwendet. Ja, egal. wie wäre es, wenn ich einfach seinen Stummel etwas spitze? Das Rhinoceros ist unglaublich dankbar für diese Geste.
Oh, Schweinchen, ihr süßen kleinen Schweinchen. Wie kann ich euch jemals zurückzahlen für diese... Wir kriegen einen Reputation. Toll, was bringt mir das? Ja. Ich habe jetzt Geld erhalten und Reputation, aber ich habe dir überhaupt nicht geschadet. Ihr werdet fürs Wolfsbite heulen. Ja. Das Wolfsbite hat die kulinarische Welt verblüfft. Mit revolutionären Rezepten wie dem Cookable Fried Chicken Curry, ja, gibt es genug Leckerhaftigkeit? Nein. Fällt dir dann passendes Wort ein? Nö. Ihr wisst, was wir meinen. Für eine ganze Familie und besonders hungrige VIPs. Wir empfehlen euch, eine Reservierung zu machen, bevor der Gasseffekt die Schlangen noch länger machen. Ja, würde ich auch empfehlen. Komm, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, ich gehe mal an den See. Ich kann angeln gehen. Oh, ich fange mir einen richtig großen Fisch. Oh, der ist vielleicht ein bisschen zu groß. Das Spiel endet bald, also es sind nicht so viele Tage, die man hier durchspielt. Seafood ist sehr fashion, also ist sehr angesagt dieser Tage. Frischen und wild gefangenen Fisch zu servieren wird für mehr Diversität in deinem Menü sorgen und den Appeal deines Restaurants verstärken. Du hast einen Haufen großer Fische gefangen und das wird eine Menge Kunden zufriedenstellen oder durchfüttern. Eine Qualität bekommen. Hey Wolf, komm mal her. Hör zu, wir... Gariels? Ich kenne kein Wort, das so heißt. Ja, sind krank von falschen Gariels, die über unsere großen Nasen... Nee. Die unsere runden, ja, birnenartigen, bauchigen... Ja, Nasen in den Boden mit ihrem überlegenen... Mit ihrer überlegenen krokodilischen Herkunft drücken. Achso, wahrscheinlich die uns mit ihrer überlegenen krokodilhaften Art nach unten drücken. Genau. Wir werden sie bekämpfen und sie aus dem See schmeißen. Wir brauchen deine Hilfe, um den See für wahre Guerillas zu beanspruchen. Wir können dich bezahlen. Willst du uns helfen, die Falschen zu besiegen? Let's get dangerous oder ich bin ein Küchenchef und kein Barbar. Ich weiß nicht, entweder ich versau's mir mit den Echten oder ich... Nee, ich glaube, ich mach's nicht. Du hast deine Kampftage hinter dir und das Risiko, sich zu verletzen, ist zu hoch. Wenn etwas mit dir passiert, wer würde das Restaurant führen? Du kannst dich einfach einen Monat aussetzen, um dich zu erholen. Kein Effekt. Ah, schade. Na gut. So, was werde ich nun tun? Was kann ich im Geschäft so machen? Grocery Shop, im Supermarkt. Du kannst eine In-Store-Kochklasse eröffnen, Kochkurs, oder du kannst eine Schmierenkampagne gegen das Wolfbite führen. Dann... Schwere Entscheidung, ne? Ja. Ich mach die Schmierkampagne. Und man muss ja wirklich sagen, die Macher haben hier wirklich halt alles selber gezeichnet und das muss man den Machern Das ist schon süß. Das muss man den Machern echt zugutehalten. Der Laden kriegt ziemlich viel Laufkundschaft und das ist das perfekte Publikum für eine Schmierkampagne gegen den Wolfs, gegen The Wolf's Bite. Flyer und Schilder sind die Waffen in der Schlacht für die Meinung der Öffentlichkeit und wir haben sie mit großer Effektivität geschwungen.
Oh, ich verliere Qualität. Verliert einen Qualität. Während wir so durch das Internet surfen, stolpern wir über einen Antikapitalisten-Blog, die von Little Miss Muffet geschrieben ist. Der von Little Miss Muffet geführt wird. Ihr Blog könnte die Möglichkeit sein, um unserer Anti-Wolf-Schmierkampagne eine digitale Plattform zu geben. Welche Betreffsleine, welche Betreffszeile werden wir benutzen, um ihre Aufmerksamkeit zu kriegen und ihre, sie unserem Dingens anzuschließen? Man Bites Dog habe ich tatsächlich auf dem Tabletop das Spiel. Da geht es auch darum, solche Schlagzeilen zu machen. Was mache ich da? Seize the means of preparation. Well, now is the time. Was sage ich? Machen wir Mitte. Seize the means of preparation. Also die Möglichkeiten sind Mann beißt Hund. Wir müssen die... da gibt es doch irgendeinen kommunistischen... Also auf jeden Fall, wir müssen die, die Vorbereitung, also die Koch-Vorbereitung stoppen. Oder jetzt ist der Thymian zu handeln, wegen einem Wortspiel zwischen Time, Zeit und Time, ja. Thymian. Aber ich nehme das in der Mitte, weil das halt so dieser typische kommunistische Ruf ist. Ja, jetzt gerade noch was im Chat vorlesen. Was sagen du, wenn alle jetzt gegen dich sind und du null Münzen und null Coolität hast? Ja, dann sagen ich... Gut. würde, dass ich dann ziemlich ein Problem hätte. Aber ich glaube, ganz so schlimm wird das nicht. Ja, jetzt mach die Mitte. Sie hat zurückgeschrieben. Liebe Schweinchen, ich wäre sehr erfreut, die ausbeuterische Gier des Wolfes zu exposieren in meiner neuesten Serie. Essen sollte kostenlos sein, eine fantastische und tiefgreifende Untersuchung der Gier in der Gastronomiewirtschaft. Verdammt. Wir kriegen ein Reputation und du verlierst ein Reputation und Geld. So, das überlasse ich mal wieder dir. Aha. Über dem Mond mit der der Aufzeichnung von Restaurants, Tavernen und Bars, die morgen starten soll, könnten wir nicht glücklicher sein für unseren eigenen Wolf. Von den sehr rauen und trügerischen Straßen auf der schlechten Seite der Stadt zu einem fehlgeschlagenen Abriss-Business. Und jetzt, ein unglaublich erfolgreicher Restaurantbesitzer, hat er jeden stolz gemacht. Den sehr verdienten Stoß, den er kriegt dadurch, dass er in der Sendung gefeatured wird, scheint ein schönes Ende für diese Geschichte der Wiedergutmachung zu sein. Mhm. Ja, ich glaube, es endet jetzt auch bald. Okay. Also es kann sein, dass es jetzt schon der letzte Tag ist. Die Barn